Verehrte Gäste hier im großen Saal des Zentrums Triangel, liebe Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer auf BF1 und BF2. Das ist unsere große Wahldebatte wenige Tage vor der Wahl zum Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ausgerichtet wird diese Debatte gemeinsam vom Grenzecho und vom Belgischen Rundfunk. Mein Name ist Stefan Pech und ich freue mich, diesen Abend gemeinsam moderieren zu können mit Boris Kremer. Vielen Dank, Stefan, und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Sechs Kandidaten stehen hier heute Rede und Antwort. Wir wollen sie kurz vorstellen. Beginnt bei einem der Herausforderer. Spitzenkandidat der CSP ist Robert Nelles. Er sagt, die Leute haben kein Verständnis dafür, dass man Sparmaßnahmen ergreifen muss, während gleichzeitig rauschende Frühlingsfeste in Berlin oder Karnevalsfeiern in Brüssel stattfinden. Spitzenkandidat der SP ist erneut Karl-Heinz Lamberts, seit 1999 Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft. Er meint, ich bin der bessere Kandidat, weil ich die längere Erfahrung dabei habe, das kleine Segelboot DG in stürmischen Zeiten in ruhiges Fahrwasser zu leiten. Oliver Pasch ist Spitzenkandidat des bisherigen Koalitionspartners ProDG. Er sagt, die Zeit ist reif, ich fordere Ministerpräsident Karl-Heinz Lamberts heraus. Die PFF schickt Isabel Weikmanns als Spitzenkandidatin ins Rennen. Sie sagt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wollen den fünften Sitz zurückerobern. Für Ecolo kandidiert Franziska Franzen auf Platz 1. Sie kündigt an, wenn wir eine Chance sehen, werden wir sie ergreifen, aber wir wollen nicht als Dekoration an die Macht. Und Vivant setzt auf Michael Balter. Er findet, die Ausgabenpolitik der DG-Regierung ist unvernünftig, die Macht wird missbraucht, deshalb ist auch die vierte Region eine Gefahr. Wir haben also die Spitzenkandidaten der sechs im PDG vertretenen vollständigen Listen heute Abend hier eingeladen. Nicht aufs Podium eingeladen haben wir die Liste der Partie Libertarien mit ihren drei Kandidaten. Das haben wir im Vorfeld so entschieden, die Redakteure des Grenzecho und des BAF, weil wir uns an anderen Vorbildern orientiert haben. Das wird auch bei anderen Sendern so gehandhabt, dass nur vollständige Listen bei diesen Debatten zugelassen sind. Es gab keinen Einfluss von irgendeiner Seite, das nur hier zur Klarstellung. Wir wollen heute Abend also diesen Spitzenkandidaten nach Möglichkeit auf den Zahn fühlen. Dafür sind knapp 2 Stunden vorgesehen. Das heißt, wir werden nicht alle Themen gründlich behandeln können, die die deutschsprachige Gemeinschaft betreffen. Aber wir denken noch, dass einiges hier zur Sprache kommt. Im Vorfeld der Debatte hatten die Leser, Hörer, Zuschauer und Internetnutzer von BAF und Grenzecho die Gelegenheit, selber Fragen einzureichen, die wir auch in diese Debatte einfließen lassen werden. Und wir möchten auch gleich mit einer solchen Frage beginnen. Herr Lambert, sie ist an Sie gerichtet, beziehungsweise an die bisher Regierenden. Sie lautet nämlich, wieso geht ihr so verschwenderisch mit unseren Steuergeldern um? Habt ihr wirklich den Verstand verloren? Was antworten Sie dem Mann? Ja, auch wenn jetzt da ein paar mitbrüllen, die Regierung hat den Verstand nicht verloren. Sie ist pfleglich mit den Geldern der deutschsprachigen Gemeinschaft umgegangen und sie hat damit in den letzten Jahren trotz der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der deutschsprachigen Gemeinschaft Hervorragendes noch zustande bringen können. Nicht nur das breite Spektrum der 600 Dienstleistungen, die die deutschsprachige Gemeinschaft Tag für Tag gewährleistet, aufrechterhalten. Ja, wir haben es noch punktuell ausbauen können. Wir haben auch den Abbau des Infrastrukturstaus beendet und wir haben die Weichen dafür gestellt, dass in der nächsten Legislaturperiode ein zweites regionales Entwicklungskonzept durchgeführt werden kann und die neuen Kompetenzen, die auf uns zukommen, erfolgreich geschultert werden können. Das haben wir gemacht und das lassen wir uns auch von keinem kaputtreden. Soweit also eine erste Bilanz aus Sicht der Mehrheit, aus Sicht des Ministerpräsidenten. Herr Nelles, Sie wollen diesen Ministerpräsidenten gerne im Amt beerben. Sie haben erklärt, ich will Ministerpräsident werden. Sie unterschreiben auch schon als Ministerpräsidentenkandidat in der Wahlpost. Was würden Sie denn finanziell anders machen? Oder fragen wir mal einfach zurück, was hätte die CSP denn anders gemacht, wenn Sie in den letzten Jahren am Ruder gewesen wäre im Laufe auch der Finanzkrise?
Ja, also wir teilen dann eher die Auffassung des Bürgers, der sich zu Wort gemeldet hat, als die Auffassung des Ministerpräsidenten und zuständigen Finanzministers dieser Gemeinschaft, der nach unserem Dafürhalten tatsächlich in der letzten Legislaturperiode samt dieser Regierung eine sehr problematische Finanz- und Budgetpolitik betrieben hat, die in der Tat sehr besorgniserregend ist. Nach unserem Dafürhalten ist es nämlich so, dass wir derzeit einen Schuldenberg angehäuft haben, der bislang seinesgleichen sucht. Einen so hohen Schuldenberg hatten wir seit unserer Autonomie noch nie gehabt. Wir haben angehäufte Defizite, also Defizite, die von jedem Jahr, die jedes Jahr entstanden sind, wo mehr ausgegeben worden ist, als eingenommen wurde, die sich dann angehäuft haben, mittlerweile auf rund 150 Millionen hochgefahren. Und wir haben eine Entwicklung, die uns bis an die 200-Millionen-Grenze führen wird, bis 2024. Wir haben parallel dazu auch die Handlungsspielräume derart nach unten gefahren, dass es wirklich besorgniserregend ist. Und wir sind also in der Tat der Auffassung, dass diese Regierung nicht gut mit diesen Geldern umgegangen ist und dass sie Sparmaßnahmen hat treffen müssen, die aus unseren Gründen, aus unserer Sicht auch mehr als zweifelhaft sind. Sie hat also sehr viel Geld ausgegeben, Schulden aufgebaut, dann noch Sparmaßnahmen, unter anderem bei den Gehältern der Lehrer und anderer Bediensteten und viele mehr, da werden wir aber sicher nicht noch drauf zu sprechen kommen, dann durchgefahren. Das ist für uns inakzeptabel, eine Politik betrieben in verschiedenen Bereichen, die wir auf jeden Fall noch hinterfragen müssen und sicherlich auch hier heute Abend noch tun können. Frau Weidmann-Zernelles hat gerade die Schulden der DG angesprochen. Die Zahlen sind ja doch beeindruckend. Jetzt haben Sie großen Wert darauf gelegt, ungeachtet der Krise und dieser Verschuldung in den letzten Jahren, das Projekt Heidberg-Kloster weiter voranzutreiben. Warum haben Sie es trotzdem durchgeboxt, wenn doch die Schulden, wie Herr Nelles gesagt hat, weiter ansteigen? Ja, ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, auch insgesamt auf die Finanzpolitik einzugehen. Insgesamt muss man feststellen, dass diese Mehrheit eine sehr solide Haushaltspolitik geführt hat. Wir haben ganz deutlich nicht mit dem Rasenmäher dementsprechend die Ausgaben dann gekürzt, sondern wir haben mit den Einnahmen, die wir wie viel weniger hatten dann durch die Wirtschaftsfinanzkrise dann dementsprechend so agiert, dass wir unsere Ausgaben da, wo wir konnten, diese gekürzt haben, aber wie bereits gesagt wurde, alle Dienstleistungen aufrechterhalten wurden und auch der Beschäftigungsgrad, den die deutschsprachige Gemeinschaft gewährleistet, dieser auch aufrechterhalten wurde. Das ist wichtig. Insgesamt haben wir auch an unserer Investitionspolitik festgehalten. Auch hier muss man deutlich sagen, dass wir auch hier nicht zu viel investiert haben. Wir haben genau richtig gehandelt. Wir haben vor allem in den Schulen, in die Pflegeheime, in Kultur- und Sportinfrastrukturen investiert, haben auch hier den Rahmen, den wir uns gesteckt haben, nicht überschritten, außer in den Jahren, wo wir die Einmalzahlung für das PPP hatten. Auch hier haben wir also diese 15% eines Jahreshaushaltes nicht überschritten. Ich denke, dass das für eine Investitionspolitik in jedem Fall auch akzeptabel ist. Und insgesamt, was dann die Schuldenentwicklung angeht, muss man feststellen, dass auch hier wir in dem Rahmen geblieben sind, den wir uns selber auch gesteckt haben. Gesehen mit der Investitionspolitik, die wir geführt haben, haben wir heute einen Schuldenberg, wenn man das so sagen will, oder unsere Schulden sind so hoch, dass sie bei 90% eines Jahreshaushaltes liegen in etwa. Wir hatten uns bei der Koalitionsbildung darauf verständigt, auch aufgrund der Krise, dass wir niemals einen doppelten Haushalt sozusagen an Schuldenhöhe überschreiten würden. Das haben wir erreicht durch diese strikte Haushaltsführung, haben es aber gleichermaßen auch erreicht, dass wir trotzdem durch Investition auch die Regionalwirtschaft mit unterstützt haben und vor allem auch da Akzente gesetzt haben, die für uns wichtig waren, nämlich im Schulbau und auch in den Pflegeinstitutionen. Denn genau das ist das, was auch mit zu der Schuldenentwicklung geführt hat, ganz deutlich. Und da möchte ich daran erinnern, dass auch die Oppositionsparteien gerade diese Investition auch mitgetragen haben, die jetzt dann auch zu der Finanzsituation führen, die aber eine gesunde ist. Um auf Ihre Frage dann zu kommen, nämlich des Kloster Heidbergs. Hier ist es effektiv sehr wichtig, auch hier
festzuhalten, dass diese Investition bereits eine war, die die deutschsprachige Gemeinschaft auch vorgesehen hatte zu tätigen, auch als die VUG Heidberg immer noch Träger war dieses Projektes. Wir haben deutlich gemacht, dass als der Brand entstanden war beim Heidberg-Kloster, dass wir dann dieses Projekt umgesetzt haben, um das Denkmal, das bedeutendste Denkmal der deutschsprachigen Gemeinschaft zu wahren und insgesamt dort eine Investition zu tätigen, die dann auch noch eine Möglichkeit schafft, eine neue Aktivität an den Standort Olpen, an den Standort deutschsprachige Gemeinschaft zu bringen, nämlich in Fragen des Gruppen- und Gruppentourismus und Seminartourismus. Aber die Idee, die bestand doch schon vor dem Brand, der vor 4 Jahren im Sommer war, dieser Brand. Die Idee, etwas aus dem Heidberg-Kloster zu machen, die ist doch nicht aus dem Brand entstanden. Nein, die Idee ist bereits 2001 entstanden. Es gab hier bereits eine Machbarkeitsstudie, die durchgeführt wurde, wo ganz deutlich wurde, dass an diesem Ort, der immer ein Bildungsstandort war, auch hier wiederum ein Bildungszentrum entstehen sollte, ein Bildungs- und Begegnungszentrum. Und in der Tat haben wir 2010 nach dem Brand dieses Projekt dann auch durchgeführt und können sagen, dass wir heute auch einen Abschluss haben und dieses Projekt jetzt auch in Betrieb genommen werden kann ab Beginn September. Mhm. Frau Franzen, in Bezug auf die großen Infrastrukturprojekte hat der Ministerpräsident vor einigen Tagen in einem Grenzecho-Interview der Opposition, Zitat, eine Verhinderungstaktik vorgeworfen. Waren Sie tatsächlich ein Bremsklotz? Ich denke eher, dass wir Vernunft angemahnt haben, als Bremsklotz zu sein. Abgesehen davon braucht die Regierung ja nicht uns, um ihre Politik durchzusetzen. Vielleicht demnächst. Bitte? Vielleicht demnächst. Ja, das ist was anderes. Das kommt ja dann ab nächste Woche. Es ist schon so, dass wir schon vor 5 Jahren, da zeigte sich ja schon die Finanzkrise, angemahnt haben, mehr Vorsicht walten zu lassen. Jedoch konnte sehen, dass das nicht unbedingt sofort und schnell vorbei war. Unsere Regierung hat so getan, als würde das sich ganz schnell wieder einpendeln. Und sie haben an ihrem großen Investitionsprojekt weiter festgehalten. Wir denken, es ist wichtig, bei jeder großen Investition zu überlegen, ist das etwas, was die deutschsprachige Gemeinschaft bezuschussen soll? Gehört es zu den Prioritäten der deutschsprachigen Gemeinschaft und kann sie es sich jetzt leisten oder muss sie vielleicht auch manchmal etwas aufschieben? Das ist auf jeden Fall die Politik, die wir für die nächsten 5 Jahre vorschlagen und die wir auch umsetzen möchten, wenn wir denn die Chance dazu kriegen. Zu den Prioritäten, von denen gerade die Rede war, gehört seit jeher, seitdem die Materie zumindest bei der Gemeinschaft ist, die Unterrichtspolitik bzw. auch die Schulbaupolitik, Herr Paasch. Große Teile der Gelder, die investiert wurden, sind ja auch in den Unterrichtsbereich bzw. in Schulbauten geflossen. Fühlen Sie sich da als Unterrichtsminister auch so ein bisschen mitverantwortlich für den Schuldenberg? Richtig ist, dass wir 2/3 all unserer Infrastrukturausgaben der letzten Jahre in den Schulbau investiert haben. Und ich bin der festen Überzeugung, das sind die besten, die nachhaltigsten und die sozialsten, die eine Gesellschaft überhaupt tätigen kann. Aber wir wollen ja heute eine lebendige Debatte erleben. Ich glaube, das ist im Interesse des Zuhörers. Deswegen gerne. Würde ich gerne auf die ein oder andere Bemerkung meiner Vorredner eingehen. Richtig ist, dass die deutschsprachige Gemeinschaft im Gegensatz zur vorherigen Legislaturperiode diesmal nicht mit ihrem Einkommen ausgekommen ist, das sollte man offen zugeben. Der Grund dafür liegt aber nicht in der Sanierung von 3 Gebäuden in Olpen, Heidberg, Gospern und Sanatorium, die insgesamt eine jährliche Belastung unseres Haushaltes von gerade einmal 0,7% ausmachen. Hintergrund für die Defizite ist ganz eindeutig die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die uns mittlerweile 18 Millionen Euro pro Jahr kostet. Und es ist uns trotz dieser massiven Auswirkungen gelungen, das wurde eben noch nicht erwähnt, für das Jahr 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlegen, die krisenbedingte Neuverschuldung von über 230 Millionen wieder auf null zu reduzieren. Und heute haben wir, ganz objektiv und mathematisch nachweisbar, eine bessere Verschuldungsrate als alle anderen Gemeinschaften und Regionen in Belgien und wahrscheinlich auch als die meisten Regionen in Europa. Und wenn Welt in Europa, das ist nachweisbar, ich werde vielleicht nachher die Gelegenheit haben, einige Zahlen hier zu nennen. Eine Zahl nehme ich dann schon mal vorweg. Die deutschsprachige Gemeinschaft gibt heute trotz der Investitionen in den Schulbau
7,4% ihres Jahreshaushaltes aus für die Rückzahlung aller Ratenformen für jede Form von Schuld. 7,4%. Ich kenne persönlich jedenfalls nicht mehr sehr viele Haushalte, private Haushalte, die in der Lage sind, nur 7,4% ihres Monatseinkommens für die Rückzahlung ihres Hypothekenkredits auszugeben. Da liegt man den Statistiken zufolge mittlerweile bei 30-50%. Die Verschuldung der deutschsprachigen Gemeinschaft ist also objektiv betrachtet verkraftbar und vor allem ist die Rückzahlungskapazität dauerhaft gewährleistet. Ich wollte aber auf den Kollegen, darf ich noch nicht sagen, vielleicht demnächst mal Nelles. Das Angebot. Nelles, kurz. Ich möchte ihm eine Frage stellen. Er fordert schon den ganzen Wahlkampf über drastische Sparmaßnahmen. Also Maßnahmen über die Sparmaßnahmen hinaus, die wir bereits beschlossen haben, die uns sehr wehgetan haben. Ich frage Herrn Nelles, wo möchten Sie dieses Geld einsparen? Wem möchten Sie dieses Geld wegnehmen? Wo wollen Sie Personal entlassen? Welche Gehälter wollen Sie kürzen? Solange Sie diese Frage nicht beantworten, sind Sie in der Forderung nach drastischen Sparmaßnahmen nicht glaubwürdig. Herr Nelles, reagieren Sie bitte darauf, ehe wir dann auch. Das kann ich sehr gerne beantworten. Vielen Dank für die Frage. Denn es gibt sehr viele Aspekte, auf die wir schon hingewiesen haben. Also drastische Sparmaßnahmen ist als solches nicht das, was wir gefordert haben, sondern wir haben gefordert, dass Prioritäten anderswo gelegt werden, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich möchte dann auch einige Beispiele zitieren. Das Infrastrukturprojekt, was gerade angesprochen worden ist, das Konferenzzentrum beispielsweise in Eupen, was über 10 Millionen Euro kostet, hätte nach unserem Dafürhalten nicht in dieser Form, in dieser Größenordnung realisiert werden müssen. Es ist realisiert worden, ohne dass ein entsprechender Businessplan vorgelegt worden ist. Ein Mittelständler, der heute Geld aufnehmen geht, der muss einen Businessplan vorlegen, der muss zeigen, dass das Projekt handlungsfähig ist. Es ist nicht nachgewiesen, dass mit den Folgekosten auch nachher rentabel gearbeitet werden kann und es ist nicht nachgewiesen, dass hier nicht Wettbewerbsverzerrung stattfindet, auch mit dem hiesigen Mittelstand in Eupen. Es tut mir leid. Das sind Projekte, die kosten 10 Millionen. Insgesamt haben Sie einen Sparhaushalt von 20 Millionen, den Sie vorgesehen haben bis 2019, den Sie vorgelegt haben. Und diesen Sparhaushalt, da gehen unter anderem fast 10 Millionen in die Einsparung bei den Gehältern der Lehrer und sonstiger Bediensteter dieser Gemeinschaft. Das sind ungefähr auch diese Summen, die da eingesetzt werden. Auf der anderen Seite, wo wir Zweifel haben, dass sie vernünftig eingesetzt werden. Ich darf bitte fortführen. Ein zweites Beispiel. Die Bediensteten im Ministerium, Sie haben angefangen 2000 mit rund 150 Bediensteten im Ministerium. Heute sind wir bei 300. Sie haben verdoppelt. Wenn ich die Zahlen, die der Ministerpräsident vorgelegt hat, genau interpretiere oder richtig wiedergebe, dann ist allein von 2001 bis 2011 sind auch wieder 6,4 Millionen draufgesattelt worden. Nur allein an Lohn- und Gehaltskosten, die da bezahlt wurden. Es sind ohne dass aber zusätzliche Kompetenzen in entsprechendem Ausmaße hinzugekommen wären. Die Beschäftigung ist zusätzlich hinzugekommen, aber da sind nicht entsprechend mehr Personen eingestellt worden. Sie sind in Bereiche eingesetzt worden, dann sind wir beim dritten Punkt, im Bereich Kommunikation, Außenbeziehungen, wo wir mittlerweile jeweils 18 Vollzeitbeschäftigte oder Beschäftigte haben, Personen beschäftigt haben, in Bereichen, wo dann hier 1 Million ausgegeben wird für die Öffentlichkeitsarbeit und die Selbstdarstellung dieser Regierung, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, oder aber auf die Außenbeziehungen, wo auch wieder 1 Million. Sie müssen sich mal denken, was das heißt. Wissen Sie, wie viel Sie für 1 Million an Personen einstellen können? Sie wissen genau, wie viel brutto eine Person kostet, je nachdem, in welchem Niveau ich sie einstelle. Das sind zwischen 30 und 50 Personen, die ich einstellen könnte, allein nur, wenn ich diese Million nicht eingesetzt hätte für Bereiche. Also ich bin gerne bereit zu akzeptieren, dass Herr Pasch jetzt die Fragen stellt und nicht die Journalisten fortsetzen. Vor allem, weil sie auch schöne Vorlagen sind. Herr Pasch wird auch darauf kurz reagieren. Ich habe jetzt nur 3 Beispiele genannt, um deutlich zu machen, dass es sehr wohl Projekte gibt, wo man die Mittel nicht hätte ausgeben können, anders ausgeben hätte können. Und ich kann noch andere Beispiele fortführen, Herr Pasch. Also das ist kein Problem. Herr Pasch wird auch darauf reagieren können jetzt. Er hat ja die Debatte selbst angestoßen. Der Ministerpräsident hat auch schon das Wort gebeten. Wir wollen natürlich nicht, dass es eine Ministerpräsidenten-Kandidatendebatte alleine wird. Und Herr Balter hatte noch gar nicht das Wort. Also Herr Balter wird nach Herrn Pasch das Wort bekommen. Und vielleicht haben Sie dann umso mehr Grund, Herr Ministerpräsident, dann auch zu reagieren. Also zunächst Herr Paschke. Ganz kurz noch als Antwort auf Herrn Nelles.
Wir können über jedes einzelne Projekt, das er hier aufgezählt hat, kontrovers diskutieren, das wäre redlich. Aber ich habe fleißig mitgeschrieben, Sie haben das vielleicht gesehen, alle die Sparmaßnahmen, die er jetzt genannt hat, Kosten für Kommunikation, Kosten für Außenbeziehungen, die drei Gebäude in Eupen machen zusammen gerechnet eine jährliche Belastung unseres Haushaltes von 1,4% aus. 1,4%. Und wer redlich Sparmaßnahmen fordert, der muss sich auch mit den anderen 99% beschäftigen, Herr Nemes. Also, wenn diese Regierung gut gewirtschaftet hätte, dann hätte man sich niemals an die Lehrergehälter herangetraut. Man hätte niemals diese Sparmaßnahmen in den Diensten durchgeführt. Diese Regierung, als ich 2009 zum ersten Mal mich intensiv mit diesem Haushalt beschäftigt habe und Posten vorgefunden habe, da musste man effektiv mit dem Kopf schütteln. Vor allem mit den Prognosen, die die Regierung ein Jahr nach der Lehman-Pleite noch gemacht hat. Man hat damals mit Zahlen jongliert. Herr Lamberts hatte sich Einnahmen schön gerechnet. Es gab im Haushalt ein permanentes Wachstum von 2%, was er eingerechnet hat. So, das Geld hat man dann auch direkt wieder verplant. Ein Jahr später in einer Haushaltsdebatte habe ich ihn darauf angesprochen. Auch da hat er diese Zahlen noch verteidigt. Das war mitten in der Finanzkrise, zwei Jahre nach der Lehman-Pleite. Man hat also sich Einnahmen hochgerechnet, hat diese Einnahmen dann schön im Haushalt reingetan und hat dann, so wie es Herr Pasch des Öfteren in letzter Zeit gesagt hat und auch eben wieder indirekt gesagt hat, ja, wir haben dann mit Mindereinnahmen rechnen müssen. Die DG hat nie weniger Geld bekommen. Man hat nur weniger bekommen, als man sich erhofft hat. Um das nachzulesen, lade ich Sie ein, die schriftliche Frage Nummer 160. Ich habe das öfters gesagt im Parlament und dann gab es dann immer wieder nein, nein, nein. Und da habe ich natürlich eine schriftliche Frage eingereicht, wo dann klar zu ersehen ist, ich habe natürlich auch die Unterlagen dabei, dass die DG immer über Mehreinnahmen verfügt. Man hat Einnahmen erhofft, das hat man schön in den Haushalt reingetan und geht danach ja hin und sagt, ja, wir müssen sparen, wir müssen bei den Lehrergehältern sparen und so weiter. Was man kritisieren kann, das sind nicht nur einzelne Punkte, das ist die Art und Weise, wie Politik hier in der Deutschsprachigen Gemeinschaft von dieser Regierung gemacht wurde, immer noch gemacht wird, wie Gelder wirklich verschwendet werden. Ich weiß nicht, wie ein Unterrichtsminister sich fühlt, wenn auf der einen Seite die Lehrergehälter gekürzt werden, auf der anderen Seite die Minister noch über zahlreiche Privilegien verfügen. So hat jeder Minister eine Unkostenpauschale von 6.000 Euro pro Jahr, steuerfrei. Auch das, die Unterlagen habe ich natürlich dabei. Das sind so einzelne Posten, wenn man die aber alle addiert, dann kommt man auf eine große Summe. Und diese Art und Weise, auf der einen Seite zu sparen und auf der anderen Seite sich noch Privilegien zu gönnen, das ist einfach ungesund und damit sollte Schluss sein. Herr Ministerpräsident, Sie hatten das Wort gebeten und können jetzt auch gleich auf diesen Vorwurf reagieren. Haben Sie Verständnis dafür? Es sind ja auch gerade wieder Ausgaben genannt worden, die jetzt in keinem Verhältnis zu den vorher genannten Summen stehen. Haben Sie trotzdem das Verständnis dafür, dass auch gerade symbolische Ausgaben dann bei den Bürgern eben ankommen als Geldverschwendung, wie es Vivant mitunter nennt, wenn man weiß, dass auf der anderen Seite durch weltweite Krisen und Ähnliches eben insgesamt die Finanzlage schlechter ist, muss man dann nicht auch umdenken und dann vielleicht gerade auf diese symbolischen Ausgaben, die im Haushalt selbst nicht so immens viel ausmachen, aber auf die Ausgaben verzichten? Ja, Politik ist keine Spielerei mit Symbolen. Politik ist den Alltag verwalten und das in schwierigen Zeiten, so wie wir es augenblicklich erleben, mit der internationalen Krise. Und da haben wir versucht, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, diese 4.000 Gehälter, die über den deutschsprachigen Haushalt finanziert werden, jedes Jahr möglichst ungeschoren zu lassen, die Beschäftigung nicht abzubauen. Überall anderswo in Belgien ist Beschäftigung massiv abgebaut worden. Im reichen Flandern sind 12% Beschäftigung in der gesamten Gemeinschaft abgebaut worden. Wie machen die das? Die ersetzen einfach die Menschen nicht, die in Pension gehen. Das merkt dann keiner so richtig. Wir haben die Beschäftigung erhalten und ich fordere Herrn Nelles auf, genau wie es seinen Kollegen im Parlament, ja nee, da war er ja noch nie, also den CSP-Vertretern im Parlament, ja, ich habe ihn zumindest nie da gesehen. Vielleicht als Experte des Arbeitsamtes. Was ich im Parlament vielleicht auch gesagt habe, sagen Sie mir, welche Stellen da zu viel sind. Wir haben ja in großer Transparenz Dienst pro Dienst dargestellt. Und sagen Sie mir, wer von diesen Leuten da überflüssig ist und wer zu viel da ist.
Kein einziges Wort ist darüber gefallen, nur man erzählt einfach was so in den Raum rein. Übrigens, derjenige, der immer wieder zu uns gekommen ist in den letzten Jahren, um mehr Personal zu bekommen, das war der Direktor des Arbeitsamtes, aber das nur ganz nebenbei. Aber kommen wir zu den Finanzgeschichten. Symbole helfen uns nicht weiter. Wir haben überall gespart. Wir haben auch bei den Gehältern der Minister gespart. Hier haben wir dauerhaft um 2% gekürzt, genau wie wir das mit den anderen Gehältern zeitweilig begrenzt gemacht haben. Wir haben auch bei den Funktionskosten der Regierung gekürzt. Wir haben überall gekürzt und man konnte keine andere Alternative wählen, außer die Personal abzubauen, als dann auch in dem größten Ausgabenposten, den wir haben, Kürzungen vorzunehmen, sehr verträgliche, sehr zeitig begrenzte und auch, denke ich, verkraftbare. Das ging eben nicht anders. Das hat uns keine Freude gemacht, aber das ging nicht anders. Und kommen wir dann zur Verschuldung, über die so viel geredet wird. Ich bin ja schließlich der Finanzminister. Richtig. Habe dann sozusagen, wenn ich es mal umgangssprachlich sagen darf, die Arschkarte. Ich muss für die Schulden gerade stehen bei den Gebäuden und den Infrastrukturen, die dann gebaut werden, über die sich jeder freut. Welche Begeisterung bei den offenen Tagen jetzt in den verschiedenen Campus-Veranstaltungen in Eupen, ja, diese 150 Millionen Euro Schulbauten kann man ja aus der Portokasse bezahlen. Da sind Sie aber auch dabei, bei den Tagen der offenen Tür. Wir haben einen Teil der Infrastrukturen, die wir gebaut haben, über Anleihen finanziert. Ich stelle hier die Frage in diesen Saal. Wer hier hat ein Haus gebaut, ohne einen Kredit dafür aufzunehmen? Das ist doch normal, dass man bei Infrastrukturkosten auch Kredite aufnehmen muss. Und das macht die deutschsprachige Gemeinschaft auch. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Wir sind momentan übrigens in guter Gesellschaft. Unsere für die Europäische Union, den belgischen Staat, anrechenbare Schuld zum heutigen Tag beläuft sich auf 57 Millionen Euro. Das entspricht den 12 Milliarden, die die wallonische Region hat, wo ja Minister Antoine dann plötzlich zugeben musste, dass er von 6 auf 12 ansteigen musste, weil er die Rechnung wegen alternativen Finanzierungsinstrumente. Aber das ist unsere Verschuldung. Schauen wir uns mal hier und heute die Verschuldungen der Gemeinden insgesamt an. Alle ostbelgischen Gemeinden haben eine Schuld von 64 Millionen zusammengefasst. Also, dass man Schulden hat, wenn man investiert hat, ist eine normale Sache. Die entscheidende Frage ist, ob man diese Schulden zurückzahlen kann. Und unsere Simulationen in Sachen Finanzen beweisen, wir können das. Und wir haben uns übrigens, was die Vorausberechnung angeht, immer strikt an die Vorgaben gehalten, die das belgische Planbüro festlegt jedes Jahr zu gewissen Zeitpunkten und die auch als Basis für alle anderen Haushalte in Belgien gelten. Da machen wir keine Extrawürste, auch wenn gewisse das anders sehen. In der Tat ist das Wachstum heruntergegangen. Wir haben dann auch dementsprechend unsere einzelnen Berechnungen neu angepasst. Das machen wir jedes Mal, wenn wir die neuen Zahlen haben. Mehr, aber auch nicht weniger geschieht da. Und Symbolik. Die Kommunikationskosten der Gemeinschaft, wie so viel gesprochen wird, machen wir ganz genau im Haushalt 2014 0,15% aus. Von 236 Millionen Euro Haushalt geben wir in diesem Jahr 368.000 Euro für Kommunikation aus. Und da gehört als großer Posten die Internetseite DG Live hinzu, die ja nicht umsonst zu haben ist, wie man das auch umgangssprachlich sagt. Die Außenbeziehungen. Wenn wir uns die reinen Außenbeziehungen nehmen, dann haben wir da 930.000 Euro für ausgegeben, das macht 0,39% der Ausgaben aus. Also uns vorzuwerfen, wir würden das Geld verplempern, das ist ganz einfach den Leuten etwas vorlügen und das lassen wir uns nicht gefallen. Die Finger gehen schon wieder nach oben, jeder möchte sich zu Wort melden. Dann nehme ich doch glatt die Dame, die sich nicht zu Wort meldet. Frau Franzen, wenn man das so hört, dann könnte man ja meinen, alles ist verkraftbar, alles ist vertretbar. Sind Sie auch der Meinung oder glauben Sie, dass man jetzt die Reißleine ziehen muss? Und wo würden Sie also, um mal in die Zukunft zu blicken, Ihrer Meinung nach, oder was würden Sie ändern in der Haushaltspolitik? Wo setzen Sie den Rotstift an? Also wenn der Herr Ministerpräsident jetzt die Zahlen für Kommunikation nennt und auch für die Außenbeziehungen, dann nennt er die Politik. Er spricht aber nicht von den Personalkosten
und jeder weiß, dass Personalkosten wesentlich mehr ins Geld fallen. Und das muss man dann redlicherweise hinzurechnen und dann kommt man schon auf eine andere Summe. Das ganze andere Aussage, Gemeinschaft kostet 8,95%. Andere Aussage, wenn ich weitermachen darf, Herr Ministerpräsident. Fakt ist, die DG kann die Schulden zahlen. Also der Finanzplan steht. Fakt ist aber auch, dass für die nächste Legislatur für jedes Jahr 100.000 Euro freie Spielräume sind für neue Politik. Stellen Sie sich vor, 100.000 Euro auf einen Totalhaushalt von 200 Millionen. Wenn ich dann sehe, was sich im Moment in unserer Gesellschaft tut, und ich brauche nur die großen klassischen Bereiche zu nennen, die Entwicklung, was Alter anbetrifft, die Bedarfe in den Schulen, Herr Minister Paasch sagt es ja auch jedes Mal, dass da großer Bedarf ist, die Beschäftigung, wenn ich sehe, was da alles ist und diese kleinen Spielräume, was die jetzigen Zuständigkeiten betrifft, sehe, dann wird mir Angst und Bange. Und das ist schon so, dass diese Regierung Geld ausgegeben hat auf Kosten dessen, was in der nächsten Legislatur passiert. Das kann man nicht leugnen und nicht wegdenken. Und ich meine, das ist wichtig. Herr Paasch, leugnen Sie das? Frau Franzen sagt, das kann man nicht leugnen. Leugnen Sie das oder geben Sie ihr Recht? Sie hat sicherlich nicht recht, wenn sie behauptet, dass die Spielräume für die nächste Legislaturperiode nur 100.000 Euro, 100.000 Euro pro Jahr, 100.000 pro Jahr betragen würden. Das stimmt natürlich nicht. Sie müssen die gesamten alternativen Finanzierungsmöglichkeiten hinzunehmen, die für Infrastruktur vorgesehen wurden. Das sind über 30 Millionen. Ich will aber jetzt nicht ins Detail gehen. Ich möchte nur ganz kurz auf diese Bemerkung zu den Spielräumen reagieren. Es ist richtig und auch normal, dass nach einer Finanz- und Wirtschaftskrise diesen Ausmaßes die Spielräume für die kommende Legislaturperiode gering sein werden. Sie sind überall in ganz Belgien gering. Aber ich möchte wohl hinzufügen, wir haben es mit Sparmaßnahmen geschafft, für das Jahr 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlegen. Das ist die Voraussetzung dafür, in Zukunft neue Spielräume erwirtschaften zu können. Und im Übrigen, die Spielräume sind gering, aber sie sind größer, deutlich größer, als sie zu Beginn der letzten Legislaturperiode gewesen sind. Die kommende Regierung hat nicht sehr viele neue Spielräume, aber sie hat mehr Spielräume, als wir in dieser Legislaturperiode gehabt haben. Und sie hat ungleich mehr Spielräume als Ende der 1990er Jahre, als die deutschsprachige Gemeinschaft sich im finanziellen Würgegriff und nachweisbar Bericht Rechnungshof, Zitat, im virtuellen Bankrott befunden hat. Herr Minister, das mag stimmen. Das mag stimmen, aber das hilft keinem Menschen, jetzt heute hier zu wissen und die alten Hüter rauszupacken. Frau Weichmann, Herr Nelles auch reagieren. Vielleicht noch erst die Frage an Frau Weichmann als Mitglied der Regierung. Vorhin ist schon der Vergleich zu Privathaushalten gezogen worden. Jetzt weiß man, dass gerade auch hier in Ostbelgien die Leute dann auch eher sparen, etwas zurücklegen für schlechtere Zeiten, die immer mal kommen können. Warum hat man hier trotzdem weiter ausgegeben und muss das dann nachher wieder durch Sparhaushalte sozusagen aufholen? Ja, hier muss man dann auch etwas weiter ausholen, nicht so weit wie eben natürlich. Bitte nicht. Aber wichtig war und ist, dass die deutschsprachige Gemeinschaft bereits im Jahre 2001 für sich die Entscheidung getroffen hat, ein ganz massives Investitionsprogramm zu fahren. Da wusste man nicht von der Bankenkrise, von der Bereichen. Und das war aufgrund der Lambertmont-Finanzierung, die gekommen ist, die uns die Möglichkeit gegeben hat, diese Investitionen zu tätigen. Und wir haben auch daran festgehalten, auch als die Krise kam, haben wir eine Vertrauensfrage im Parlament gestellt und haben gefragt, sollen wir an diesem PPP, an diesen 150 Millionen Euro Investitionen festhalten? Die Antwort war ja. Wir haben auch somit weiter an unserer Investitionspolitik festgehalten. Und ich bin froh, dass wir das getan haben, denn morgen werden wir das nicht mehr tun können, wenn der Europäische Fiskalpakt uns die Möglichkeit nicht mehr geben wird, so in diese Verschuldung zu gehen und eine Investition zu tätigen. Die
deutschsprachige Gemeinschaft hat somit ihre Infrastrukturen auf den neuesten Stand gebracht, was ich glaube, hier keiner dementsprechend verneinen kann. Das ist sehr wichtig. Und insgesamt möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass es sehr einfach ist, die Dinge immer sehr vereinfacht darstellen zu wollen und vielleicht dann hier die ein oder andere Sparmaßnahme, die getätigt wurde und die notwendig war in der deutschsprachigen Gemeinschaft, mit der ein oder anderen Investition gegenüberzustellen. Das ist hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Es wäre nicht so gewesen, wenn wir das Beispiel jetzt nehmen, Heidberg-Kloster, hätten wir diese 10 Millionen Euro nicht investiert, hätten wir trotz allem auch die Lehrergehälter anpassen müssen, nämlich um 1% in 13 und in 14, denn Sie können nicht rekurrente Ausgaben mit Investitionsausgaben vergleichen. Und genau das ist das, was hier und auch im Parlament ständig passiert. Herr Balter, Sie kommen jetzt gleich dran. Herr Nelles ist schon ein paar Mal angesprochen worden, auch in Personalunion, in anderer Funktion. Er ist noch nie im Parlament gewesen und muss aber jetzt auch Stellung beziehen für den Vorwurf des Bürgergriffes, der lange zurückliegt. Was sagen Sie daraufhin? Also Dinge gesagt worden, viele Dinge hier angesprochen worden, die mir die Gelegenheit geben, kurz darauf zu antworten. Zunächst auf das, was der Ministerpräsident gesagt hat und was die Spielräume angeht. Die Spielräume sind einfach nach unten gefahren worden. Es hat Simulationen gegeben. 2011 machte die Regierung ihre Simulationen und dann waren noch Spielräume für 13 Millionen da. Dann sind Simulationen jetzt zuletzt gemacht worden, jetzt sind noch für 2,x Millionen da und die Simulationen sind nicht das wert, was sie versprechen. Das ist eigentlich Tatsache. Sie müssen gemacht werden, aber sie werden zu unvorsichtig gemacht. Es wird zu unvorsichtig, werden die Parameter eingesetzt, werden die Möglichkeiten nicht in Betracht gezogen, dass noch irgendwo was dazwischen kommt und dann wird zu eng geplant und dann kommen die großen Überraschungen und dann werden die Spielräume kleiner. Das ist das, was man zu den Simulationen sagen kann und zu den Handlungsspielräumen. Und was der Ministerpräsident sagte, was das Personal des Arbeitsamtes anbetrifft, kann ich Ihnen beruhigen. Als wir 1999 diese Kompetenz übertragen haben, da hatten wir genau 58 vollzeitäquivalente Personen bei uns beschäftigt und wir haben heute genau auch 58. Also das Personal ist keineswegs aufgestockt worden beim Arbeitsamt, obwohl zusätzliche Aufgaben gekommen sind. Das ist aber nicht das Wesentliche, was ich sagen wollte. Die Strukturen hat nämlich der Ministerpräsident aufgebaut in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe es eben gesagt, von 150 auf 300 Leute raufgehen, ist keine Kleinigkeit, ohne dass entsprechende zusätzliche Kompetenzen wahrgenommen worden wären. Ich möchte aber auch auf den Aspekt eingehen, der von Oliver Paasch hier jetzt vorgebracht worden ist. Schuld ist immer die Wirtschaftskrise. Die Sparmaßnahmen, die jetzt getroffen wurden, sind, das ist die Wirtschaftskrise, die ist schuld. Es tut mir leid, man hat hier die Gehälter gespart bei den Bediensteten in der Gemeinschaft, beim Unternehmen. Man hat die Gemeindendotationen gekürzt mit den Sparmaßnahmen, man hat die ÖSAZ-Mittel gekürzt, ebenfalls in diesem ganzen Sparhaushalt. Und Tatsache ist, dass man aber beispielsweise in Flandern oder in der Wallonie die Gehälter für die Lehrer nicht gekürzt hat. Aber da ist auch die Wirtschaftskrise vorbeigegangen. Da sind Sie schlecht informiert. Und dann, sehr geehrter Herr Paasch, dann darf ich auch mal zitieren, 2009, genau in der Wahlkampfdebatte, die wir hier gehabt haben, es war damals in Eupen, haben Sie wortwörtlich gesagt, zunächst einmal möchte ich bestätigen, und das ist für die Betroffenen äußerst wichtig, dass die Gehälter im Unterrichtswesen dauerhaft abgesichert sind. Das haben Sie nicht eingehalten. Nein, es tut mir leid. Dann fragen Sie doch die Lehrer, wie viel Sie weniger verdient haben. Bis 2019 werden diese Gehälter in dem Maße ausgesetzt. Erst dann werden sie angeglichen und dann kommen wir mal wieder auf das Niveau von 2012. Das ist die Realität. Herr Lammertz hat eben gesagt, wir haben dann irgendwann auch in diesem Bereich im Unterrichtswesen bei den Lehrergehältern notwendigerweise ansetzen müssen, weil man da erst auch wirklich etwas erreichen kann, dann auch in der finanziellen Größenordnung. Wie sehr haben Sie sich denn innerhalb der Regierung dagegen gewehrt? Weil Sie müssen das ja ausbaden als Unterrichtsminister. Wir haben tatsächlich eine Situation im Januar 2014 erlebt, die wir sehr bedauern müssen. Die Lehrergehälter, wie übrigens alle Gehälter im öffentlichen Dienst, sind im Januar 2014 um 1% gesunken, nachdem sie, das sollte man schon hinzufügen, in den 18 Monaten zuvor um 3% gestiegen waren. Und Hintergrund ist das Krisendekret aus dem Jahre 2012. Damals musste die deutschsprachige Gemeinschaft, genau wie alle anderen Gemeinschaften, Regionen und der Föderalstaat, die öffentlichen Ausgaben um 2% kürzen. Und damals hatten wir die Wahl zwischen Pest und Cholera, zwei sehr unangenehmen Krankheiten, zwischen Stellenabbau und zwischen Barremenkürzung. Und Kollege Nelles,
Die französische Gemeinschaft, das müssten Sie eigentlich wissen, die französische Gemeinschaft hat sich damals dazu entschlossen, massiv Stellen abzubauen, massiv Lehrerstellen abzubauen. Und die flämische Gemeinschaft, die hat sogar beides gemacht. Die hat Lehrerstellen im Umfang von 12% abgebaut und gleichzeitig noch einige Baremen gekürzt. Und wir haben damals mit den Gewerkschaften uns dagegen entschieden, Lehrerstellen abzubauen, weil dadurch die Klassengrößen steigen. Wir haben uns mit den Gewerkschaften, so haben wir das damals genannt, darauf verständigt, Baremen zu kürzen. Das hat uns nicht gefallen. Mir als Unterrichtsminister erst recht nicht. Mir hat es sogar sehr wehgetan. Aber ich bitte zu berücksichtigen, In den letzten 2 Jahren, seit 2012, sind die Gehälter im Unterrichtswesen trotz Krisendekret um 2 bis 5% gestiegen. Und sie werden in den nächsten 7 Monaten, das wissen wir ja heute schon, erneut um 2 bis 5% steigen. Und wer, Kollege Nelles, sage ich immer, und wer Herr Nelles, im September 2014, als ich Unterrichtsminister wurde, in den Lehrerberuf eingestiegen ist, der verdient heute 55% mehr als damals. 55%. Wenn Sie behaupten, ich würde mich nicht dauerhaft für die Lehrergehälter einsetzen, dann beweist diese Zahl, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Die deutschsprachige Gemeinschaft ist mit Abstand, das können wir nachweisen, das sehen Sie auch in Universitätsstudien, die Gemeinschaft in Belgien, die am meisten pro Schüler in Bildung investiert und dazu hat beigetragen, dass es mir unter anderem gelungen ist, den Bildungshaushalt in den letzten 10 Jahren um 20 Millionen Euro zu erhöhen, obwohl wir heute 1500 Schüler weniger haben als damals. Seitdem ich Minister bin, noch nicht Ministerpräsident, seitdem ich Unterrichtsminister bin, investieren wir in jeden Schüler 42% mehr als damals. Kollege Pfarrer. Bevor Herr Lambert das Wort bekommt, noch kleine Zwischenfrage an Herrn Balter, der ja Unternehmer ist, der kennt sich also ein bisschen mit Löhnen aus. Herr Balter, verdienen die Lehrer in der DG zu wenig? Ja, definitiv. Also eigentlich sollte man darüber reden, eigentlich bräuchten wir ja auch mehr Lehrer. Und eigentlich wollte man ja den Lehrerberuf ja auch aufwerten. Es ist, wie Frau Franzen es sagt, es gibt eine Entwicklung in unserer Gesellschaft und die DG kann dem nicht entgegenwirken. Ich möchte auch kurz auf einige Zahlen eingehen von Herrn Lamberts und was Frau Weikmanns gesagt hat. Frau Weikmanns hat eben gesagt, das wird manchmal so hier sehr vereinfacht dargestellt mit diesen Schulden. Also ich denke, Herr Lamberts hat das eben sehr vereinfacht dargestellt. Er hat eben gesagt, die anrechenbare der Schuld der DG beläuft sich auf 58 Millionen Euro. Das hat er eben gesagt. Frage ich mich, die PPP-Bauprojekte, alleine das große Schulbauprojekt, das ist ein Projekt von über 150 Millionen Euro, sind das keine Schulden? Das ist die Schönrechnerei, die diese Regierung, aber auch die anderen Gliedstaaten machen, wo man eigentlich Schulden nicht als Schulden bezeichnet, sondern dass man die alternativen Finanzierungen einfach außen vor lässt. Aber sie müssen irgendwann getilgt werden. Ein weiteres wesentliches Element, was die Staatsreform angeht. Wir werden in den nächsten 3 Jahren über reelle Mindereinnahmen verfügen von 11 Millionen Euro. Unter anderem, was die Gesundung, der Beitrag der DG zur Gesundung der Staatsschuld angeht und was die Beamtenpension angeht. Ich habe diese Punkte mehrfach 2009, 2010 und 2011 im PDG wiederholt und angesprochen. Das Einzige, was Herr Lamberts dafür übrig hatte, war, ja, das ist eine alte Diskussion mit den Beamtenpensionen, das kommt immer wieder mal auf den Tisch. Jetzt ist es nicht auf dem Tisch, jetzt ist es Gesetz. So, man hat damals wiederum keine Rücklagen gebildet. Es wurden Projekte durchgeboxt, die direkt für den Bürger keinen Sinn ergeben, egal was die Mehrheit dazu sagt. Man hat einfach mit dem Geld gewirtschaftet, als ob es immer nachkommt. Warum? Weil man auch Mittel hatte, zum Beispiel Kassenkredit. Die DG verfügt über einen Kassenkredit von über 100 Millionen Euro. Der zeitweise bis zu 60, 70 Millionen Euro beansprucht wird. Jetzt hat man eine neue Formel, weil dieser Kassenkredit am Ende des Jahres ausläuft, dass man Schuldverschreibungen macht, sogenannte Liquiditätsscheine. Das heißt, man kümmert sich gar nicht darum, irgendeine Lösung für dieses Problem zu finden, sondern man sucht einfach neue Wege der Verschuldung. Und ich frage Sie, was bedeutet das? Immer neue Schulden machen. Irgendjemand muss irgendwann diese Schulden tilgen. Diese Politik ist für unsere Enkel und für unsere Kinder sehr ungesund. Herr Ministerpräsident und Finanzminister, da dürfen Sie gerne darauf reagieren. Vielleicht auch auf die Frage, sind diese alternativen Finanzierungsinstrumente, auf die ja auch die deutschsprachige Gemeinschaft formiert setzt, gerade auch im Hinblick auf die Auflagen der Europäischen Union, sind die vielleicht auch ein gefährlicher Weg, wo man dann nachher nicht mehr die Schulden im Grunde im Griff hat? Wir haben immer gesagt und auch offengelegt, dass
wir nicht nur die anrechenbare Schuld im Auge haben, sondern die Gesamtheit der Schulden. Ich habe eben nur mal die anrechenbare genannt, weil die relevant ist für unsere Diskussionen im Konzertierungsausschuss in Brüssel und bei der Europäischen Union, wenn es darum geht, ein Urteil über unsere und über die gesamtbelgischen Haushalte zu fällen. Aber zwei Korrekturen. Der Beitrag zur besseren Finanzierung der Pensionen der Beamten steht in unserem Haushalt schon lange drin, auch in der erhöhten Form. Das Gesetz datiert von 2003. Wir haben das eingetragen, genau wie es vorgesehen ist, in der erhöhten Form. Und Herr Balter, er lügt ganz einfach jetzt, der das sagt. Natürlich, das ist doch schon immer wieder gesagt worden, aber Sie hören nur selektiv, was Ihnen passt. Der Staatsfinanzen steht das nicht. Ich habe jetzt von dem Beitrag für die Pensionen gesprochen. Den hat man dann so nach und nach noch reingetan. Wir haben nichts nach und nach hereingetragen. Das war eine Summe von 480.000 Euro, die da drin standen. Das ist ja das, was wir jeweils schulden. Wir tragen das ein, was wir zahlen müssen. Wir haben die Zahlen eingetragen, so wie sie im Gesetz stehen, bis zum Jahre 2024. Das ist alles gesetzlich geregelt. Das haben wir alles in dem ausgeglichenen Haushalt 2015 schon drin und auch für die Jahre danach. Dann sagt Herr Balter, er hätte etwas vorhergesehen. Die neue zusätzliche 2008 war die Finanzkrise neue, da, das hat mit Vorhersehen zu tun. Darf man Ihre Ausreden oder ist das für Sie nicht möglich? Ja, Herr Balter, lassen Sie bitte. Ja, dann halten Sie bitte den Mund und reden danach. Ja? Reden Sie mal nach. Ja. Die zusätzlichen Sparmaßnahmen, um die es da geht, in der Höhe von 4,2 Millionen Euro auf zwei Jahre verteilt, auf einen Gesamthaushalt, der dann über 300 Millionen sein wird, mit den neuen Zuständigkeiten, die sind im Juli vergangenen Jahres erst beschlossen worden. Dann frage ich mich, wie konnte Herr Balter diese zusätzlichen Sparmaßnahmen schon vor 3-4 Jahren vorhersehen? Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber auch diese Anstrengungen haben wir in unsere Finanzsimulation mit aufgenommen. Und wir haben bei den Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, über alternative Finanzierungen natürlich immer die Gesamtsumme genannt. Und diese Gesamtsumme kann man sehr genau beziffern. Kollegin Weidmann hat es eben gemacht. Wir haben insgesamt eine Verschuldung in einer Höhe von rund 93% des Jahreshaushaltes und das beträgt mit allen alternativen Finanzierungen zusammen 219 Millionen Euro. Das ist die Schuld, die wir auch niemandem verborgen haben, die kann man in unseren Dokumenten lesen, aber für die Diskussion mit der EU, und das ist sehr wichtig für unsere Handlungsmöglichkeiten, sind zur jetzigen Zeit insgesamt 57 Millionen angerechnet und es kommen höchstens noch 90 Millionen hinzu im Laufe der Zeit, aber bis dahin werden dann auch in den 57 Millionen wieder viele zurückgezahlt sein. Denn die 57 Millionen, die wir jetzt noch da anrechenbar haben, die waren mal nur 91 Millionen. Wir haben ja auch zurückgezahlt an den Schulden. Und das Wichtige bei Schulden ist, wofür nutzt man sie? Wenn man sie für Infrastrukturen braucht, dann macht das Sinn. Wenn es für laufende Ausgaben geschieht, dann ist das nicht akzeptabel. Und die zweite wichtige Frage ist, wie kann man die Schulden zurückbezahlen? Und das haben wir mit unseren Finanzplanungen sehr deutlich bewiesen und deshalb sage ich weiterhin, die deutschsprachige Gemeinschaft ist keine einfache, aber im Gegensatz zur Zeit vor 2001, ehe die Lorbermont-Finanzierung da war, eine sehr solide finanzielle Grundlage. Herr Nelles, die CSB ist ja in der Opposition, möchte in die Mehrheit, dann würden Sie naturgemäß die bestehende Finanzlage erben. Glauben Sie, dass dann weitere Kürzungen nötig wären oder glauben Sie, dass kleinere Korrekturen reichen würden, um das, was Sie eben als Schuldenberg bezeichnet haben, dann gerade zu biegen? Zunächst mal möchte ich noch darauf hinweisen, dass wenn man immer wieder den Hinweis macht, das macht so und so viel Prozent, 1,4% des Gesamthaushaltes, das macht dies und jenes aus, immer auch kleine Prozentzahlen bringt, das zeigt eigentlich, dass diese Regierung die Bodenhaftung verloren hat. Denn wenn man weiß, wenn diese 1 oder 2%, das sind 30.000, die ausgegeben werden beim Frühlingsfest in Berlin, das sind 40.000, die ausgegeben werden für eine Karnevalsfeier in Brüssel, das sind 30.000 und 40.000 hier. Das Ganze, tut mir leid,
kommt nachher auf 500.000 allein in den Außenbeziehungen. Und wenn ich die Gehaltskosten drauf tue, habe ich sehr schnell gerade in den Bereichen hier eine Million und da eine Million. Also da kommt schon einiges dann zusammen. Und ich betone nochmal, das ist dann Geld, was auf der anderen Seite fehlt, wo man mehrere Leute vielleicht in anderen Bereichen hätte einstellen können, im Sozialbereich, im Pflegebereich, im Behindertenbereich oder wo auch immer. Wo aber hier das für die Selbstdarstellung, für die Selbstdarstellung der Regierung ausgegeben worden ist. Ich komme aber auf die Frage von Herrn Krämer dann zurück. Wir werden sicherlich vieles in Frage stellen müssen, unter anderem auch die genannten Bereiche, auch wenn sie immer für die Regierung nur Peanuts sind. Ja, aber dann sind sie eben nur Peanuts und dann müssen wir auch an diesen sogenannten Peanuts drangehen, denn da werden Ausgaben getätigt, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Wir werden uns auch überschauen müssen, wie das mit den Infrastrukturausgaben in Zukunft aussehen wird. Es bleiben ja nur noch wenig Handlungsspielräume, wie wir eben gesehen haben. Nichtsdestotrotz muss man schauen, welchen Prozentsatz man auch einsetzen will, um nachher Infrastrukturausgaben tätigen zu wollen. Auch da werden wir sicherlich einiges noch hinterfragen müssen. Es gibt eine Reihe von Dingen, wo wir die Prioritäten sicherlich anders setzen müssen, auch in naher Zukunft. Eben ist es angesprochen worden vom Ministerpräsidenten in seinen Berechnungen. Auf uns kommen auch neue Zuständigkeiten zu, neue Kompetenzen, wo wir nicht die Mittel bekommen in dem Maße, wie sie eigentlich bedarfsgerecht berechnet worden sind. Wir bekommen weniger Geld als das, was normalerweise der eigentliche Bedarf ist. Denn auch wir, kleine Gemeinschaft, müssen unseren Beitrag leisten an der Gesundung der Staatsfinanzen, von den Finanzen, an den Pensionskosten und an vielerlei Dingen mehr. Und das heißt also, dass die Herausforderungen bei uns sehr, sehr groß sein werden. Handlungsmargen sehr, sehr stark reduziert und trotzdem große Herausforderungen. Wir werden also da einiges auf uns zukommen sehen. Aber ich bin da auch optimistisch, dass das machbar ist. Sonst hätten wir nicht gesagt, wir wollen auch mit dabei sein und eben die Dinge ändern. Aber das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen die Dinge ändern. Und vorne mit dabei sein. Herr Pasch. Hier sind jetzt Ausgaben miteinander verglichen worden. Es sind absolute Zahlen genannt worden, in einer großen Höhe, fast 220 Millionen an Schulden. Es sind Prozentzahlen genannt worden. Bei ProDG stand, nicht nur bei ProDG, im Wahlprogramm zu lesen, Bescheidenheit im Umgang mit Steuergeldern. Das war übrigens überhaupt das Schlagwort dieses Wahlkampfes, würde ich sagen. Bescheidenheit war bei allen Parteien zu finden, ganz übereinstimmend. Würden Sie jetzt auch im Rückblick sagen als Minister, das war bescheiden, was wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben? Mit Bescheidenheit meine ich, dass wir die Verpflichtung haben, kommenden Generationen gegenüber mit unserem Einkommen auszukommen. Und ich habe eben schon dargelegt, dass wir die Grundlage dafür geschaffen haben, für das Jahr 2015, also für das nächste Jahr, wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlegen. Und wir haben im Übrigen, denke ich jedenfalls, die richtigen finanzpolitischen Prioritäten festgelegt. Wir geben 70% unseres Haushaltes aus für Bildung, Beschäftigung und Soziales. Und wir haben in dieser Legislaturperiode 2/3 all unserer Infrastrukturausgaben in den zukunftsweisenden Schulbau investiert. Aber das stellt ja, glaube ich, niemand in Zweifel. Eine kurze Reaktion auf Herrn Nelles nochmal, den ich jetzt mir angewöhne, nicht Kollege zu nennen. Jetzt neuer Herr Nelles hat gerade eben wieder von Sparmaßnahmen gesprochen. Ich empfehle ihm einen Blick in sein eigenes Wahlprogramm. In diesem Wahlprogramm werden keine Sparmaßnahmen vorgeschlagen, dort werden für alle Zuständigkeitsbereiche der DG massive Ausgabenerhöhungen vorgeschlagen. An acht Stellen des Programms eine deutliche Erhöhung der Mittel für das Arbeitsamt. An 8 Stellen des Programms, mehr Mittel für den BAF, mehr Mittel für die Dienststelle für Personen mit einer Behinderung, mehr Mittel für den Unterricht, mehr Mittel für Beschäftigung, mehr Mittel für Sozialpolitik. Ja, Herr Nelles, Sie können doch nicht ernsthaft Ausgaben kürzen, indem Sie sie erhöhen. Das ist nicht glaubwürdig. Ich glaube, Herr Nelles, Moment. Das mit den Prioritäten hatten wir eben. Ich würde gerne Frau Weikmanns das Wort erteilen und nochmal auf diese Infrastrukturen zurückzukommen. Da hat Herr Lamberts eben gesagt, der Infrastrukturstau sei abgebaut worden. Auch wenn das Geld dann irgendwann knapp wurde, dann gab es diese Infrastrukturstauabbauverzögerung. Das stimmt nicht. Das war nur, weil die Dossiers zu spät eingereicht worden waren. Alles klar. Nicht, weil das Geld nicht da war. Gut, Frau Weikmanns, trotzdem die Frage. Müssen wir gar nichts mehr bauen in der DG in den nächsten Jahren? Haben wir schon alles? Das stimmt so natürlich dann nicht, aber wir haben einen Großteil in der Form bereits investiert. Wir werden in der Zukunft
Und dafür haben wir auch bereits die Gelder auch vorgesehen und die Spielräume sind auch in den kommenden Haushalten dafür vorgesehen. Ganz massiv investieren müssen weiterhin in die Alten- und Pflegeheime. Dafür haben wir auch die Gelder vorgesehen. Eben ist es bereits angesprochen worden, 30 Millionen Euro für die kommende Legislaturperiode sind an Spielräumen dafür vorgesehen. Das ist sehr wichtig, denn der demografische Wandel ist natürlich einer der wichtigsten Herausforderungen. Und damit verbunden möchte ich auch an dieser Stelle sagen, dass es natürlich nicht einfach werden wird, auch morgen die Finanzen zu führen in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Die Herausforderungen sind sehr groß. Die sechste Staatsreform muss umgesetzt werden. Die Sachzwänge in den verschiedenen Bereichen sind auch in der Tat da. Es wird also wieder ein Drahtseilakt sein, so möchte ich sagen, oder der Spagat, den wir oft auch als Bild genommen haben, nämlich da dementsprechend Spielräume zu schaffen, wo es notwendig ist und eine gesunde und auch klare Haushaltspolitik zu fahren, da wo es möglich ist, auch neue oder Gelder umzuschichten oder auch dementsprechend Einsparungen zu tätigen. Das haben wir in allen Haushalten getätigt und das werden wir auch in Zukunft machen müssen, denn so wird es auch in Zukunft sein, auch für die deutschsprachige Gemeinschaft und übrigens für alle anderen Teilstaaten in Belgien auch und natürlich auch für den Nationalstaat Belgien. Vielleicht zunächst Frau Franzen. Dann, Herr Ministerpräsident, auch Frau Franzen, vorhin ist das Wort Bescheidenheit gefallen, auch ein Leitwort bei Ecolo Bodenständig, haben Sie es, glaube ich, auch genannt. Und das war auch, glaube ich, dann der Ansatzpunkt, wo Sie sagen, da ist auch in den Infrastrukturen für uns nicht alles so astrein gelaufen. Bescheidenheit heißt für mich, dass ich ein Gespür behalte weiterhin dafür, wie viele Menschen hier bei uns auch mit ihrem Geld umgehen müssen, um rund zu kommen. Mein Eindruck ist, unsere Minister sind so lange am Werk, dass sie diesen Kontakt verloren haben. Sie jonglieren in ihren hohen Zahlen und wenn ich dann höre, das ist symbolischer Kram und dafür muss man keine Politik machen. Nein, das ist Respekt vor den Leuten, die weniger Geld haben. Darauf aufzupassen. Und dann möchte ich noch was sagen. Infrastruktur, ja, es ist natürlich muss weiter investiert werden. Frau Weikmanns hat es gerade selbst gesagt, trotz Infrastrukturstauabbau. Seit 2 Jahren kündigt man uns an, ab nächstem Jahr, also jetzt schon wiederholt, ab nächstem Jahr werden wir hauptsächlich in Energieeffizienz investieren. Alles andere hat jetzt nicht mehr Vorrang. Von Energieeffizienzinvestitionen haben wir bisher relativ wenig gesehen und dafür aber weiterhin viele Neubauprojekte. Mit Ecolo werden wir auf jeden Fall genau prüfen, müssen überhaupt noch eigene Infrastrukturprojekte der DG realisiert werden in den nächsten Jahren. Ist das nötig? Oder müssen wir nicht da zuerst zurückfahren? Also die eigenen Projekte der DG. Das damit lasse ich. Herr Ministerpräsident, ja, jetzt vorhin wurde, also Frau Franzen sagt, man zu wenig in Energie. Zahlen reden lassen. Wir haben bei diesem Infrastrukturstauabbau zugegebenermaßen ein etwas schwieriges Wort, vor allem wenn es noch eine Verzögerung gibt. Wir haben Sie keine Abkürzung dafür Jahren gefunden? 2.200 Projekte verwirklicht, mit einer Gesamthöhe an Zuschüssen von 443 Millionen. Das ist eine ganze Menge. Und da kann man jedes einzelne Projekt sich im Internet, im Infrastrukturplan anschauen und dann sagen, war das gut, war das schlecht. Und es ist völlig falsch zu behaupten, da sei nichts für Energieeffizienz gemacht worden. Ein Großteil dieser ganzen Maßnahmen haben viel mit Energieeffizienz jetzt schon zu tun. Wir haben die 150 Millionen PPP-Bauten entweder im Passivhausstandard oder im Niedrigenergiehausstandard gebaut. Aber wir wollen in Zukunft noch mehr auf das nachhaltige Bauen hinarbeiten. Und das heißt, dass man bei der Bewertung von Projekten in Zukunft nicht nur das Bauen selbst, sondern die Folgekosten mehr im Blick hat. Das ist eine große Veränderung. Wir haben von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Und was bleibt noch zu tun? Noch eine ganze Menge. Aber sie sind im Vergleich zu dem, was bereits gemacht wurde, schon überschaubar.
Wir haben in dem Registrierungskatalog, dem aktualisierten oder wenn Sie so wollen, der Warteliste, jetzt zum augenblicklichen Zeitpunkt noch 115 Projekte stehen für ein Gesamtvolumen von 35 Millionen Euro. Die stehen den 30 Millionen neuen Spielräumen, die in der Legislaturperiode, die jetzt kommt, in der Simulation vorgesehen sind, gegenüber. Das ist also schon überschaubar. Wir haben jetzt keinen Infrastrukturstau mehr und in diesen 115 Projekten sind ganz prioritär auch Investitionen im Bereich der Altenfürsorge, wo wir ja vorhersehbar große Bedürfnisse in Zukunft haben werden. Also wir haben diese Infrastrukturpolitik der deutschsprachigen Gemeinschaft systematisch organisiert. Wir haben sie in den Griff und solange man dann die Regel hält, dass man nicht über einen bestimmten Prozentsatz geht, wir haben gesagt 15% der Gesamtausgaben jährlich für Infrastruktur und 85% für Personal und Funktionskosten, dann kann man vernünftig wirtschaften. Und genau das haben wir gemacht und das wollen wir auch in Zukunft tun. Und dann kommt man allerdings auch auf die geringen Spielräume für die anderen Politikfelder. Wie eben gesagt, 100.000 Euro pro Jahr, weil man eben so viel zurückzahlen muss. Wenn man jetzt über getätigte Investitionen, noch ein Wort vielleicht von Herrn Balke? Ja, also der Herr Pasch hat in der letzten Haushaltsanpassung gesagt, die Regierung hat Mut zur Bescheidenheit gezeigt. Also so eine Art von Selbsttäuschung habe ich selten von dieser Regierung gehört. Also diese Regierung hat sicherlich alles andere als Bescheidenheit gezeigt und da kann jeder sich ja ein Bild drüber machen, auch wie dann über einzelne Zahlen gesprochen werden. Ich denke, 46.000 Euro an steuerfreie Unkostenpauschale, da kann man nicht einfach so drüber reden und sagen, das sind Peanuts oder so. Das ist einfach unvernünftig. Aber eine andere Sache, wir sollten uns mal mit der Realität auseinandersetzen. Wenn die Zahlen denn so gut wären, ja, dann weiß ich nicht, warum man mit der Belfius Bank einen Vertrag von über 150 Millionen Euro gemacht hat, um neue Liquiditätsscheine zu bekommen. Also wenn das alles so rosig wäre, dann müsste man sich ja nicht bemühen, um sich weiter zu verschulden. Also vielleicht kann der Ministerpräsident ja mal darauf eingehen. Also es ist doch so, wir kommen einfach mit dem Geld nicht aus, was da ist. Das ist der springende Punkt. Da kann man doch nicht davon sagen, ja, die Finanzlage ist in Ordnung. Nein, die Finanzlage kann nicht in Ordnung sein. Die Zahlen sprechen einfach eine andere Sprache. Ja, Herr Lambert, Sie sind geradezu aufgefordert worden. Wir haben eben ja gesagt, das kann man in allen Dokumenten nachlesen, wir haben eine Restverschuldung von rund 220 Millionen Euro. Normalerweise finanziert man die, weil die sich ja ausschließlich auf Gebäude und Infrastrukturen bezieht, durch langfristige Kredite. Nun ist aber der internationale Finanzmarkt zum jetzigen Zeitpunkt so verrückt, dass die langfristigen Kredite sehr viel teurer sind als die kurzfristigen. Und deshalb haben wir uns an diesen Finanz... Der Rechnungshof hatte das mal schon 2009, ja, dass das gefährlich ist. Ja. Das hat die vielleicht jetzt noch mal zur Ruhe gebracht. Ja, okay. Das ist jedes Mittelrecht, ja. Sie haben vielleicht am wenigsten gesprochen, aber Sie haben am meisten gelogen bis jetzt. Das ist das Problem. Wollten Sie sagen? Die gelogen haben Sie. Denn wenn wir bei diesen geringen Zinsen, die wir für Kassenkredite oder für Liquiditätsscheine zu zahlen haben, respektive 0,2 und 0,4%, wenn wir das nutzen jetzt, arbeiten wir im Interesse der deutschsprachigen Gemeinschaft. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir jederzeit diese kurzfristigen Finanzierungen in langfristige umwandeln können, innerhalb von 3 Wochen, wenn wir sehen, dass sich auf dem internationalen Finanzmarkt die Entwicklung der kurzfristigen und der langfristigen Zinsen wieder mehr in die klassische Ebene bewegen. Aber das ist zurzeit nicht der Fall. Und wir würden nicht im Interesse der deutschsprachigen Gemeinschaft handeln, wenn wir nicht diese Möglichkeiten des Kassenkredites und der Liquiditätsscheine nutzen würden, so wie es übrigens alle anderen Regionen und Staaten Europas und der Welt tun. Ja, die Diskussion, die könnten wir noch ewig weiterführen, denke ich. Wir stellen fest, Mehrheit und Opposition sind sich nicht einig in der Finanzpolitik. Nein, wussten wir vorher. Deshalb gehen wir zu einem anderen Thema über. Nein, ich möchte schon. Doch.
Ah, dann klatscht sie mir halt. Ja, wenn wir zum anderen Thema übergehen. Wir möchten, Herr Balter, wir möchten ja einen Beitrag dazu leisten, was die Infrastrukturpolitik anbetrifft. Herr Nellis. Denn es bringt uns nicht, wenn wir uns gegenseitig hier der Lüge bezichtigen. Das ist nicht der gute Stil, finde ich. Ich denke eher, man sollte deutlich machen, auch aus Sicht der CSP, dass wir für viele dieser Infrastrukturen auch stehen. Alles, was im Schulbereich, im Gesundheitsbereich und in all diesen Bereichen investiert worden ist, ist zu 100% auch getragen worden von der CSP. Auch dazu stehen wir. Ich bin... Nur sollte man wissen, dass nicht alle diese Infrastrukturprojekte unsere Zustimmung gefunden haben. Manche hätten abgespeckt werden müssen und sind abgespeckt worden, unter anderem das Parlamentsgebäude, weil es den Protest gegeben hat von uns, von der CSP und von vielen anderen, auch in der Bevölkerung. Und auch dieses Konferenzzentrum, tut mir leid, hätte in dieser Form und in dieser Art und Weise nicht gemacht werden müssen. Es gibt also Infrastrukturprojekte, die sehr wohl zu vertreten sind und verschiedene, die nicht zu vertreten sind. Und da sind dann die Sparmaßnahmen zu finden oder die verschiedenen Prioritätenverlegungen. Danke. Ich habe es gerade gesagt, wir möchten nicht nur über die Schulbauten reden, sondern auch über das, was in den Schulen passiert. Herr Paasch, die Opposition hat gerade auch Ekolo in den letzten Jahren immer wieder betont, dass den Lehrern zu viel zugemutet werde, nicht nur finanziell, wie wir eben gehört haben, sondern eben auch pädagogisch. Sind aus Ihrer Sicht die Lehrer überfordert worden in den letzten Jahren? Richtig ist auf jeden Fall, dass wir vor 8 Jahren ein anspruchsvolles bildungspolitisches Gesamtkonzept entwickelt haben mit 2 Zielen. Einmal die Unterrichtsqualität weiter zu verbessern und zweitens die Bildungsgerechtigkeit zu steigern, weil es in diesen Punkten nachweisbar Probleme gegeben hat und übrigens heute noch gibt. Und wir haben auf dieser Grundlage, das ist schon richtig, 2112 konkrete Beschlüsse getroffen, beispielsweise die Zusammenlegung der Hochschulen, ein einzigartiges Modell bislang jedenfalls noch für Belgien, die Zusammenlegung der PMS-Zentren, der Gesundheitszentren und des Dienstes für Kinder und Familie zu einem netzübergreifenden Dienst, 84 Maßnahmen zur Förderung der Mehrsprachigkeit, die Gründung eines Zentrums für Förderpädagogik, oftmals wird das vergessen, die Einstellung vieler zusätzlicher Lehrpersonen auf Sekundarschulebene, auf Primarschulebene und wie Sie wissen, nächstes Jahr auch im Kindergarten und vieles andere mehr. Diese Maßnahmen waren, dabei bleibe ich, sie sind übrigens zum allergrößten Teil einstimmig im Parlament verabschiedet worden, genauso wie die Rahmenpläne. Diese Maßnahmen gehören zu einem Gesamtkonzept, dabei bleibe ich, und sie bauen aufeinander auf. Wir hätten sie nicht zeitlich staffeln können, sie mussten in diesem Zeitrahmen verabschiedet werden. Aber, und das ist wichtig mit Blick auf die Lehrer, mit denen ich sehr häufig diskutiere, ich besuche einmal pro Woche im Durchschnitt eine Schule und rede mit Lehrerkollegen. Ganz wichtig ist, dass ich im Parlament und bei diesen Schulbesuchen immer zu größtmöglicher Gelassenheit bei der Umsetzung dieser Reformen aufgerufen habe. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir nie im Parlament zeitliche Fristen vorgegeben haben, dass wir alles getan haben, um zeitlichen Druck zu vermeiden. Das ist die schlichte Realität. Ich merke es ja in meinen Gesprächen, dass ein Druck entstanden ist, dass auch eine gewisse Frustration aufgekommen ist. Das sollte man auch als Unterrichtsminister offen zugeben, auch in einer so öffentlichen Debatte. Und deshalb muss unser Ziel darin bestehen, unsere Unterstützungssysteme für unsere Schulen, für die Lehrpersonen weiter auszubauen. Ich denke an Fachberatungen an der Hochschule, an Schulentwicklungsberater. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die notwendige Zeit auch in Zukunft eingeräumt werden kann. Ich gebe offen zu, dass dieser Druck bei den Lehrern so wahrgenommen wurde, wie ihn die Politik nicht gewollt hat. Da muss nachgebessert werden, da muss weiter unterstützt werden. Denn, und wenn Sie mich das noch als letzten Satz hinzufügen lassen, ich bleibe dabei, der Lehrerberuf ist einer der wichtigsten Berufe in der Gesellschaft überhaupt. Herr Nellis. Herr Nellis, die CSP hat auch in ihrem Programm formuliert, ein zu großer Reformeifer in Sachen Unterricht darf nicht zu Aktionismus führen. Jetzt hat ja auch gerade der Unterrichtsminister da einiges auch revidiert. Haben Sie trotzdem den Eindruck, dass da zu viel zu schnell unternommen wurde? Ja, ich denke schon, dass wir auch in den Kontakten, die wir mit dem Unterrichtswesen hatten, in vielfältiger Form und die vielen Rückmeldungen, die wir hatten, deutlich machen, dass ein zu hoher Reformdruck aufgekommen ist in den letzten Jahren. Ich glaube, das spricht tatsächlich sehr viele Lehrer auch an und es ist auch so rückgemeldet worden. Es ist richtig, dass ein ganz großer Konsens auch bestanden hat in den vergangenen Jahren, gerade auch was die Bildungspolitik anbetrifft, in vielen Bereichen, die von Herrn Paasch zitierten Bereiche, ob es die autonome Hochschule ist, jetzt die Zusammenlegung der PMS-Zentren mit Gesundheitszentren und vieles mehr, wo wir in der Tat auch als CSP diese Politik voll und ganz mit unterstützt haben. Der Reform
Eindruck ist etwas, der tatsächlich entstanden ist, nach dem, was man mir so auch geschildert hat, ist er vor allem auch im Primarschulwesen entstanden, wo eine Reihe von Reformen viel zu schnell in einem viel zu großen Zeitdruck aufgezwungen wurden. Man muss ja auch wissen, dass die Sekundarschulen anders funktionieren als die Primarschulen. Oftmals hat ein Primarschullehrer viel mehrere Unterrichtsfächer abzudecken. Und wenn dann mehrere Fächer auch abzudecken sind und dann immer wieder auch neue Pläne erstellt werden müssen, darüber debattiert werden muss, ist ein anderer Druck da, als wenn ich das etwas zeitlich versetzter machen kann, in anderen, unter anderen Rahmenbedingungen. Also es ist in der Tat so, dass tatsächlich viele, und ich habe viele Lehrer auch gehört, gute Lehrer, von denen man sagt, das sind tolle Pädagogen, von denen man auch den Eindruck hatte, dass sie es sind, die sagten, ich halte diesem Druck nicht mehr stand, ich mache das nicht mehr mit. Also es ist ein Reformdruck da gewesen. Und dieser Reformdruck ist auch, das katholische Unterrichtswesen hat in ihrem Memorandum, was sie jetzt vorgestellt hat, sehr deutlich gemacht, dass zu viele Reformen dazu nachher Gefahr laufen, dass die Lehrer demotiviert werden. Also das ist jetzt schon angemahnt worden, auch von den Bildungsträgern. Und ich denke mal, dass es also in der Tat so ist, dass man da runterfahren muss. Ich denke aber auch, und das ist auch unsere Auffassung, wollten wir auch zum Ausdruck bringen, dass man den Schulen genügend Autonomie lassen muss, aber auch den Lehrern genügend Freiraum lassen muss, denn sie fühlen sich zeitweise auch mittlerweile sehr gegängelt von immer wieder Pädagogen, die von auswärts kommen und ihnen vormachen wollen, wie sie es denn zu tun haben und selbst aber auch den Eindruck haben, das müssen wir nicht immer wieder vorgekaut bekommen, was wir eh schon seit 30 Jahren machen. Natürlich muss man auch offen sein. Natürlich muss man auch offen sein, weil man macht ja auch vieles immer wieder so, wie man es vorher gemacht hat und ist dann auch nicht gerade offen für neue Pädagogik oder neue Formen. Also ich denke, eine gewisse Offenheit muss da sein, aber es sollte runtergefahren werden. Dieser Druck darf nicht in der Form bestehen, zumindest sagen das auch die übergeordneten Bildungsträger. Mhm. Frau Weigmanns, was gedenkt die PFF zu tun, um die Lehrer zu entlasten und ihre Autonomie zu stärken? Also zunächst ist es ganz deutlich, dass natürlich das Bildungswesen die absolute politische Priorität auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft ist. Nicht nur der klassische Bildungsbereich, natürlich auch die berufliche Ausbildung. Und wir haben auch all diese Neuerungen und auch Reformen mitgetragen, ganz einfach, weil wir davon überzeugt sind, dass das das Beste ist, was wir tun können, wenn wir in die Zukunft von Ostbelgien investieren wollen, dann müssen wir in unsere Kinder und Jugendlichen investieren und deswegen haben wir massiv auch mit dieser Reform getragen, auch de facto mit der Refinanzierung für das Unterrichtswesen, was damit verbunden war. Wenn wir natürlich Reformen durchführen und wir sind eine Reformpartei, die PFF, dann ist es natürlich wichtig, dass auch diese Umsetzungen mit begleitet werden. Das ist natürlich die Herausforderung und auch die Herausforderung beim Bildungswesen. Daran wird gearbeitet, daran muss in jedem Fall weitergearbeitet werden, damit natürlich all jene, die es umsetzen, auch weiterhin motiviert bleiben und natürlich im Sinne der Schülerinnen und Schüler, die ja im Mittelpunkt unserer Unterrichtspolitik stehen, natürlich dann auch dementsprechend diese Reformen umsetzen. Deshalb ist für uns ganz deutlich, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen Stellschrauben sicherlich da noch verändern, um die Umsetzung noch optimal zu gestalten, aber es gibt auch noch viel zu tun und ich bin froh, dass er dann die CSP nicht im Unterrichtswesen in seiner Verantwortung hatte, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nicht all diese Reformen umgesetzt, wenn wir das hören. Frau Franzen, Ecolo setzt in seinem Programm auch auf die Stärkung der Lehrer ausdrücklich und auf eine Entschleunigung, was das Unterrichtswesen angeht. Was meinen Sie damit? Ich möchte Herrn Pasch bescheinigen, dass er viele Dinge im Unterrichtswesen angepackt hat und auch viele sinnvolle Dinge in die Wege geleitet hat. Nichtsdestotrotz, und das ist, was wir anmahnen, eigentlich seitdem Herr Pasch Unterrichtsminister ist, wir haben ihm immer gesagt, Herr Pasch, nehmen Sie die Menschen mit ins Boot. Herr Pasch überlegt Neuerungen, die werden eingeführt, bevor die Leute die Schulung haben dafür, die Leute sind noch mit dieser Einführung beschäftigt, schon kommt der nächste Plan, schon müssen sie sich mit dem Neuen beschäftigen, dann müssten sie sich dafür auch noch weiterbilden, aber die Erstweiterbildung ist noch nicht abgeschlossen. Das alles überfordert Lehrer und macht krank. Ich weiß nicht, ob es alle sind, das könnte ich ehrlich gesagt nicht behaupten. Von vielen habe ich es gehört, das kann ich Ihnen wohl sagen.
Wenn es heute in den Unterrichts-, in den Lehrerzimmern rumort, dann hat das in meinen Augen nicht nur mit dieser Gehaltskürzung zu tun. Dann hat das mit dem Gesamten zu tun. Und das, zu dem Gesamten gehört eben dieser Druck, den Lehrer spüren. Es stimmt, was Herr Pasch sagt, er setzt keine Fristen, aber die Dinge müssen jetzt angefangen werden und die Leute sind nicht dazu da. Es ist ja nicht so, dass im Unterrichtswesen die anderen Anforderungen, wenn man mal davon absieht, weniger geworden sind. Im Gegenteil, die gesellschaftlichen Anforderungen sind auch schwierig geworden. Und da sagen wir, Herr Pasch ist ein guter Manager, Herr Pasch vergisst die Menschen dabei. Da. Und das ist, was wir mit der Zeit sagen möchten. Schulen sind keine Treibhäuser, wo schnell was wachsen kann. Schulen brauchen Zeit. Ich würde sie eher mit Biogärten vergleichen. Da braucht es Zeit zu wachsen. Das wundert uns jetzt gar nicht. Und Zeit, die angebrachte Pflege zu bringen. Das, denke ich, brauchen die Lehrer und das ist nicht nur für die Lehrer, denn es geht ja eigentlich um die Kinder und das brauchen die Kinder, dass sie Lehrer haben, die Zeit haben, sie zu begleiten bei der Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten und nicht ausschließlich beim Aufbau einer weiteren Leistungsgesellschaft. Herr Pasch, fühlen Sie sich als Unterrichtsmanager? Sind Sie der Unterrichtsmanager der DG gewesen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich einiges auf den Weg gebracht habe, aber gemanagt habe ich da nicht. Ich habe immer versucht, und das weiß Frau Franzen eigentlich auch, die Menschen im Unterrichtswesen mitzunehmen. Ich habe, Sie müssten es zumindest, Ihr Kollege Braun im Unterrichtsausschuss weiß es jedenfalls mit Sicherheit. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Ich besuche, das hat noch kein Vorgänger von mir gemacht, ich besuche jede Woche eine Schule, nicht um da gewesen zu sein, sondern um anderthalb Stunden mit einem Lehrerkollegen in einer unserer Schulen zu diskutieren. Und ich nehme für mich in Anspruch, wenn ich Menschen zuhöre, dann höre ich ihnen wirklich zu. Ich nehme die Anregungen auf und versuche sie natürlich dann in den Entscheidungsfindungsprozess mit einzubauen. Ich habe zweimal in meiner Amtszeit alle Elternvereinigungen der deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen und habe auch dazu angetreten, oder zumindest einen Beitrag dazu geleistet, dass sich ein Dachverband hat bilden können. Das gesamte bildungspolitische Gesamtkonzept ist mit der Basis hier in Ostbelgien ausgearbeitet und dann mit Experten weiter vertieft worden. Und ich glaube schon, dass vieles von dem, was wir in den letzten Jahren an Reformen auf den Weg gebracht haben, richtig ist und auch Resultate zur Folge haben wird. Ich möchte nur mal daran erinnern, warum wir das überhaupt getan haben. Wir hatten beispielsweise einen Schulrückstand von 41%. Alle 41% aller 15-Jährigen aus Belgier haben mindestens ein Jahr gedoppelt. 17,5% aller 15-Jährigen aus Belgier können nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben. Viele von ihnen verfügen heute noch über unzureichende Französischkenntnisse. Viele andere Probleme sind hinzugekommen. Verhaltensauffälligkeiten, die Familienstrukturen haben sich geändert. Und weil die Gesellschaft sich verändert, muss sich auch das Unterrichtswesen verändern. Wir müssen unsere Schulen dabei unterstützen, die Reformen umzusetzen, aber sie liegen, wir haben uns ja am flämischen Modell orientiert, wir haben ja nicht irgendwo anders, wir haben in Flandern diese Reformen abgeschaut, wir haben sie gemeinsam mit Flandern entwickelt. Wir wissen aus den Erfahrungen der flämischen Gemeinschaft, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Herr Ministerpräsident, was Frau Franzen da gerade dem Unterrichtsminister vorgeworfen hat, dass die Menschen nicht mitgenommen würden. Das hat sie in einem anderen Zusammenhang, als es mir um die Einrichtungen im Sozialbereich ging, auch an die DG insgesamt gerichtet. Sie sagt, da werden die Leute häufig als Befehlsempfänger behandelt und nicht als Partner in diesem eigentlichen Sinne. Verlangt das Unternehmen DG seinen 4.000 Mitarbeitern, wie Sie vorhin sagten, zu viel ab? Wir stellen hohe Anforderungen. Aber uns vorzuwerfen, wir würden die Menschen nicht mitnehmen, nicht mit ihnen diskutieren, sie nicht als Partner ansehen, das ist schon starker Tobak. Kollege Pasch hat eben gesagt, wie intensiv er Dialog führt. Das macht
Kollegin Weikmanns, das macht Kollege Mollers auch und das mache ich selbstverständlich ebenfalls. Ich habe in den Jahren, wo ich Ministerpräsident bin, mit tausenden Menschen gesprochen über die Dinge, die ganz konkret hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft gemacht werden müssen, damit wir aus unserer Autonomie einen Vorteil für den Standort aus Belgien entwickeln können, damit wir die Lebensbedingungen der Menschen hier verbessern können und damit wir dabei möglichst viele Menschen mitnehmen und nicht am Rande der Gesellschaft stehen lassen. Da brauchen wir uns von niemandem etwas vorwerfen zu lassen. Und gerade als Finanzminister ist mir immer die besondere Bedeutung der Bildungs- und der Sozialpolitik wichtig gewesen. In meiner Zeit als Ministerpräsident habe ich bisher die Sozialausgaben in den Haushalten von 10,8 auf 22 Millionen pro Jahr, das heißt um 119,8% erhöhen können, trotz Wirtschaftskrise. Seitdem ich Ministerpräsident bin, sind die Unterrichtsausgaben von 65 auf 96 Millionen Euro pro Jahr erhöht worden. Das sind 47%. Und wir haben ganz bewusst so kostenintensive Entscheidungen gefällt wie die, dass wir viele Abiturienten motivieren, nach ihrem Abitur auch noch eine Lehre zu machen. Im Klartext, die deutschsprachige Gemeinschaft, das geschieht nirgendwo anders in Belgien, bezahlt mittlerweile über 30% der Lehrlinge eine zweite Grundausbildung. Das muss alles finanziert werden, auch in Krisenzeiten. Und das haben wir gemacht und das haben wir den Spagat genannt. Gleichzeitig sparen müssen, aber auch die nötigen Verbesserungen bringen. Und wir haben unter anderem auch, das haben wir eben gar nicht erwähnt, als einzige in Belgien die Einstiegsgehälter in das Schulwesen um 10% erhöht. Das ist doch schon eine Anstrengung, denke ich, auch wenn ich ebenfalls der Meinung bin, dass die Lehrer hierzulande keineswegs zu viel verdienen. All das ist die Politik gewesen, für die ich gerade stehe und die wir in der Regierung in den letzten Jahren und auch in den Jahren davor sehr erfolgreich gestalten können. Und das wollen wir in Zukunft weitermachen, denn darum geht es um nichts anderes in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Herr Walter, Vivant wird ja immer gerne vorgeworfen, gerne über Geld- und Zinspolitik zu referieren und die eigentlichen Kerngeschäfte der DG ein bisschen auszuklammern. Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Was würden Sie denn konkret im Bildungswesen der DG verändern? Also einmal müssen wir uns auch da die Realität anschauen. Herr Pasch hat das eben kurz angesprochen. Es gibt zahlreiche große gesellschaftliche Veränderungen. Kinder, Schüler haben nicht mehr die Festigkeit, haben nicht mehr den Halt, wie man das vor Jahrzehnten noch kannte. Natürlich liegt das nicht aufgrund der klassischen Politik, das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die aber zu Folgen führen, die der Gesellschaft und auch in der Schulpolitik zahlreiches Geld kosten. Wir haben immer gesagt, die Rahmenpläne sind daraufhin nicht die richtige Antwort. Herr Mertes hat das immer gut erklärt und wir waren die einzige Fraktion, eine einzigsten, die gegen diese Rahmenpläne gestimmt haben, weil wir der Meinung sind, dass das nicht die Antwort auf diese gesellschaftliche Entwicklung ist. Herr Pasch hat es eben genannt, es sind zahlreiche Schulwiederholer, Doppler gibt es in der DG. Das sind Punkte, wo man mit diesen Rahmenplänen doch irgendwo auch zusätzlich Druck ausübt. Es ist zum Beispiel so, dass man viel immer, und das hörte man auch eben bei Herrn Pasch raus, man redet sehr viel im Unterrichtswesen über die Rahmenpläne, man redet auch über die Lehrer, aber man redet viel zu wenig über die Schüler, über die Kinder. Das ist ein sehr wesentliches Element, denn eigentlich geht es ja darum, und wenn man heutzutage mit jungen Schülern spricht, auch wenn man mit Lehrern spricht, auch wenn man vor allem mit Eltern spricht, ist der Druck enorm und wir glauben, dass es nicht der richtige Weg ist, den die Unterrichtspolitik da einschlägt. Wir sehen da andere Interessen und ich denke, da muss man einfach mal Stopp sagen und entschleunigen, so wie das einige Kollegen auch eben gesagt haben, und neue Wege suchen. Da gibt es zahlreiche Beispiele, das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber so wie es jetzt geht, denken wir, dass es nicht der richtige Weg ist. Darf ich noch kurz darauf? Ja, Herr Pasch, ich würde ganz gerne darauf reagieren, denn für uns stehen natürlich die Kinder im Mittelpunkt. Der Auftrag unserer Schulen besteht ganz eindeutig darin, möglichst allen Kindern und Jugendlichen, möglichst alle
personalen, fachlichen und sozialen Kompetenzen beizubringen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, damit sie eine sie erfüllende Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt finden und damit sie vor allem auch aktiv und kritisch an der gesellschaftlichen Teilhabe mitgestalten können. Das ist der Auftrag von Schulen. Nur das wird nicht gelingen. Das wird nicht gelingen, wenn wir nicht gleichzeitig einen Rahmenplan für alle Fächer mit auf den Weg geben, der dazu führt, dass der Übergang von der Primar- zur Sekundarschule gelingen kann. Und dieser Auftrag ist auch dann nicht zu erfüllen, wenn es uns nicht gleichzeitig gelingt, unsere Lehrpersonen angemessen zu unterstützen. Und dafür plädiere ich ausdrücklich. Im Übrigen, Herr Balter, Sie darf ich Kollege nennen, jedenfalls aus dem Parlament heraus betrachtet, Sie haben sich offensichtlich mit vielen geldtheoretischen Aspekten unseres Lebens beschäftigt, die stammen aus Büchern, die ich auch gelesen habe und die ich auch für seriös halte, aber für die Zuständigkeitsbereiche unserer Gemeinschaft scheinen Sie sich wenig zu interessieren. Ich habe mal in Ihr Wahlprogramm geguckt, Sie sprechen gerade über Bildung. Ihr bildungspolitisches Wahlprogramm umfasst gerade mal 37 Zeilen. Und damit, da beschäftigen Sie sich mit irgendeiner Diskussion auf europäischer Ebene. So ernst nehmen Sie den wichtigsten Zuständigkeitsbereich unserer Gemeinschaft. Wir nehmen ihn so ernst, wir nehmen ihn. Herr Balter, Sie hatten gerade das Wort, vielleicht die Frage an Herrn Nellis, weil das Stichwort Rahmenpläne gefallen ist, da hat ja die CSB im Parlament auch immer wieder Kritik dran geübt. Deshalb die Frage, wenn Sie es in die Mehrheit schaffen, werden Sie dann die Rahmenpläne wieder abschaffen? Nein, Rahmenpläne sind schon wichtig. Rahmen stecken eben das ab, was es an Kompetenzen zu erlangen gilt. Also wir stellen die Rahmenpläne nicht grundsätzlich in Frage. Was wir in Frage stellen, ist, es muss genügend Freiraum bleiben, dann innerhalb dieser Rahmen, dass man dann auch als Lehrer in der genügenden Autonomie dann seine Fächer unterrichten kann und dann eben auch die Schüler entsprechend fördern kann. Das ist das, was wir zu den Rahmenplänen sagen. Ich würde aber gerne noch auf einige Aspekte eingehen, die jetzt von den Vorrednern noch angesprochen worden sind. Herr Paasch hat eben zu Recht gesagt, es gibt eine Reihe von Herausforderungen, immer noch auch auf Ebene der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und wenn wir uns da mit den Flammen vergleichen, nicht mit den Finnen, die ja immer so an vorderster Front stehen, dann sieht man auch, dass wir da noch einiges an Aufholbedarf haben hier in unserer Gemeinschaft. Er hat nicht erwähnt, beispielsweise dann auch noch hinzuzufügen, dass 40% unserer Lehrer nach 5 Jahren wieder aussteigen, dass wir also ein ganz großes Problem haben, um unsere Lehrer zu behalten und was auch immer die Gründe dafür sind, sie sind vielfältiger Natur, es muss nicht allein etwas mit den Gehältern zu tun haben, es kann auch etwas mit Druck zu tun haben und ohnehin mit den großen Herausforderungen, die immer mehr auf die Lehrer hinzukommen, dann muss sicherlich auch da etwas gemacht werden. Er hat nicht angesprochen, auch die Tatsache, dass immer wieder viele Arbeitgeber, Betriebsverantwortliche, Eltern und sogar Schüler anmahnen, dass unsere jungen Leute nicht mehr genügend Französisch kennen. Er hat eben, seien es jetzt 24 oder 80 Maßnahmen, hatte ich in Ihrem Programm gelesen, in irgendeiner Werbung gemacht, um die Französischkenntnisse zu verbessern. Tatsache ist, dass jedes Mal dann, wenn wir an Podiumsdiskussionen teilnehmen und mit Arbeitgebern sprechen, diese uns darauf hinweisen, dass die jungen Leute nicht mehr genügend Französisch kennen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich will mich da auch nicht in die Pädagogik einmischen. Tatsache ist, dass diese Beanstandungen da sind. Ich möchte aber auch noch eins hervorheben. Es ist erwähnt worden, dass die Einstiegsgehälter angehoben worden sind. Das ist richtig. Nun muss man auch schauen, ja, wie sieht denn die weitere Entwicklung der Gehälter aus, wenn man das denn vergleicht mit den Flammen und Wallonen, was sie jetzt machen, wo wir ja dann höhere Einstiegsgehälter haben. Dann muss man sich dann da auch mal dann die Tariftabellen anschauen. Und wie sieht es denn in der Mitte der Laufbahn aus? Und wie sieht es denn am Ende aus? Und dann sieht es deutlich günstiger aus für die Kollegen in Flandern und in der Wallonie. Auch das muss man wissen. Und das ist, da möchte ich auch dann damit abschließen, was den Bildungsbereich hier in dem Zusammenhang angeht, eine wichtige Sache. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht, ich weiß nicht, überall hier und dort Alleinstellungsmerkmale haben, aber dass nachher wir hinterherhinken, wenn es darum geht, für die gleiche Arbeit nicht das Gleiche zu verdienen. Eine kurze Reaktion darauf vom Unterrichtsminister. Ich habe die Frage nicht verstanden. Nein, Sie wollten kurz darauf reagieren. Ja, ich glaube, Frau Franzen war zuerst. Ja, ich wollte auf den Politikstil angehen und darauf, dass Herr Ministerpräsident sagt, dass er durchaus diese partnerschaftliche Politik geführt hat. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil er es laut sagt. Man muss, ja, so ist es. Man muss sehen, wie verhandelt wurde mit Vereinigungen, mit Partnern und dass es häufig so ist, dass denen nicht nur ein Auftrag, also ein Vertrag gemacht wurde, das ist eure Aufgabe und dafür gibt die DG dieses oder jenes Geld und das kontrollieren wir danach, ob er den Vertrag gut erfüllt hat, sondern dass es häufig so ging, dass diesen Partnern
bis rein in wie werdet ihr das umsetzen, reingeredet wurde. Und unseres Erachtens nach sitzt bei den Partnern, bei denjenigen, die Dienstleistungen erbringen, die mit den Menschen arbeiten, die ihre Arbeit tun, da sitzt die Expertise und das Fachwissen. Da darf sich die Regierung ruhig darauf berufen und sie soll sogar froh sein, dass sie sich darauf berufen können, statt denen zu sagen, hier müsst ihr es aber genau so machen und da dürft ihr nur den einstellen, also jemand mit dem Diplom, oder da müsst ihr so viele Stunden für dieses oder jenes machen. Das können die Arbeitgeber vor Ort schon ganz gut und mit ihrer Expertise kommen wir unseres Erachtens nach weiter. Da zeigen alle drei der hier auf der Bühne stehenden Regierungsmitglieder auf. Vielleicht zuerst, weil es ja auch an den Ministerpräsidenten gerichtet war, diese Replik. Was ja, das kann ich so natürlich nicht stehen lassen. Wir haben alle Projekte, die wir durchgeführt haben, insbesondere in meinem Bereich, wo die Kommunen ganz in erster Reihe stehen, intensiv immer diskutiert, verhandelt und besprochen. Mit dem Wirtschafts- und Sozialrat sind wir dauernd im Dialog und auch die Geschäftsführungsverträge, auf die Frau Franzen da anspricht, sind nach gründlicher Diskussion entstanden, dass wir natürlich nicht nur Geld zur Verfügung stellen, dann sagen, macht mal, sondern auch dann eigene Ideen haben, wie die Qualitätsvorgaben zu sein haben und dann mit den Partnern diskutieren, wie man das hinkriegt, ob man das mit den vorgesehenen Mitteln tun kann oder nicht. Das ist tagtägliches Geschäft in der Regierung. Und jedes Mal, wenn ich ganz konkret frage, dann sagen Sie mir mal ein konkretes Beispiel, wo jemand von uns bevormundet oder als Befehlsempfänger behandelt worden ist, dann ist vornehmes Schweigen. Mein Politikstil ist der, klare Linien vorzugeben und auch deutlich zu machen, dass die Regierung letztendlich die Verantwortung trägt. Aber in Sachen Partnerschaft, Mitmachmöglichkeiten, Dialog, da braucht sich die Regierung wahrlich nichts vorwerfen zu lassen. Weder mit den Kommunen, noch mit den Sozialpartnern, noch mit den sozialpolitischen und kulturellen Einrichtungen, noch mit den Bürgerinnen und Bürgern, die wir gerade beim regionalen Entwicklungskonzept, unserer wichtigsten strategischen Aufgabe in der letzten Legislaturperiode, immer und immer und immer wieder detailliert, lange und ausführlich diskutiert haben. Wir sind für eine Politik, die auf breiter Dialogebene entsteht. Das sagen wir nicht nur, das tun wir auch. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ja. Einen halben Satz. Vielleicht noch ganz kurz. Halben Satz. Und in diesem partnerschaftlichen Miteinander sagen Sie gelegentlich auch den Leuten, sie sollen den Mund halten. Ja. Und zum Abschluss des Themas bitte. Zitieren Sie mir einen Fall, wo ein Partner das gesagt hat. Ich habe das schon mal einem gesagt, der allzu frech im Parlament wurde, aber das ist was ganz anderes. Da ist der parlamentarische Dialog mit den Partnern. Vielleicht zunächst der Paasch. Mit den Partnern sind wir, und das wird Ihnen jeder bestätigen, der eine ehrliche Antwort gibt, ganz verlässliche, dialogbereite und auch dialogfähige Regierungsmitglieder, und das haben wir ganz gut gemacht. Vielleicht zunächst Herr Paasch, und dann hätte ich auch noch eine Frage an Frau Weikmanns, ehe wir dann auch. Vielleicht gibt es Ihnen eine ehrliche Antwort. Herr Nelles hat eben ein Thema angesprochen, mit dem wir uns schon hier auch auseinandersetzen sollten, weil es von wirklich zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Gemeinschaft ist, die Mehrsprachigkeit. Wenn Herr Nelles den Vorwurf erhoben hätte, dass ich zu wenig Maßnahmen ergriffen hätte, um die Mehrsprachigkeit zu fördern, dann wäre er falsch. Wenn Herr Nelles aber gesagt hat, so habe ich ihn interpretiert, die Französischkenntnisse unserer Schüler, übrigens auch die Deutschkenntnisse, sind unzureichend, dann hat er recht. Aber ich bin der erste Unterrichtsminister unserer Gemeinschaft gewesen, der überhaupt die Französischkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler mal hat testen lassen durch die unabhängige Universität von Lüttich. Und die Ergebnisse, das wissen alle im Parlament, waren ernüchternd, diplomatisch ausgedrückt. Und deswegen haben wir dieses Gesamtkonzept zur Förderung der Mehrsprachigkeit entwickelt mit Französischlehrern, mit Universitäten in ganz Belgien. Und auf dieser Grundlage haben wir 84 Maßnahmen getroffen. Die Einrichtung bilingualer Kindergärten, wir sorgen mittlerweile dafür, dass die Französischlehrer im Primarschulwesen, die den Französischunterricht erteilen, auch über die notwendigen gründlichen Kenntnisse der französischen Sprache verfügen. Das war vorher nicht der Fall. Wir haben zahlreiche Partnerschaftsabkommen mit Frankreich, mit der Französischen Republik und mit der Französischen Gemeinschaft getroffen, um die Mehrsprachigkeit
zu fördern. Haben Sie auch eins? Mit der Französischen Republik, selbstverständlich. Da hat es auch mal eine Auszeichnung gegeben, über die sehr viel diskutiert wurde. Wir haben mit der République Française auch Zusammenarbeitsabkommen in diesem Zusammenhang geschlossen. Wir haben also viele Maßnahmen ergriffen und mittlerweile wissen wir, weil die ULG es objektiv nachweist, im Parlament wissen wir es auch, dass die Französischkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler sich mittlerweile wieder verbessern. Signifikant. Aber, und da haben Sie vollkommen recht, das kann man in der Bevölkerung nicht wahrnehmen. Diese Kinder sind Kinder in der Schule, die wir da testen. Sie haben noch kein Abitur, sie sind noch nicht an den Universitäten, sie sind auch noch nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Aber sicher ist, dass die Maßnahmen, die wir dort entgriffen haben, mittlerweile aufzeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich darf abschließend sagen, vor mir hat kein Unterrichtsminister so viel für die Mehrsprachigkeit getan, wie ich in den letzten 10 Jahren. Das ist nachweisbar. So viel abschließend zu diesem wichtigen Bereich, zu dem wir uns ja auch etwas Zeit genommen haben. Eine vielleicht Frage hatte ich noch. Wenn ich das sagen darf, vielleicht noch der aber Kollege Gentges, der hat auch einiges dazu. Eine Frage noch an Frau Weidmanns im Zusammenhang mit dem, was vorher hier auch diskutiert wurde, der Dialog, der Umgang der DG mit ihren Einrichtungen, mit ihren Vereinen, Organisationen. Sie sind ganz stolz darauf, dass Sie in Ihren Bereichen einiges oder sehr viel reformiert hätten in den vergangenen Jahren. Aber man muss ja auch sagen, das ist auch nicht alles reibungslos verlaufen, oder? Ja, ich glaube, es sind zwei Themen, die jetzt hier angesprochen werden. Zunächst möchte ich auf das, was gesagt wurde, dass man nicht partnerschaftlich miteinander arbeitet oder als Befehlsgeber dann vorangeht, doch auch einiges dazu sagen. Wir als Regierung sind zunächst dafür da, die Dinge, die im Parlament entschieden werden, umzusetzen. Und da werden ganz deutlich die Regeln festgehalten, nach denen dann Institutionen, Organisationen und Vereinigungen gefördert werden und auch welche Kriterien sie zu erfüllen haben. Und ich empfinde es als unsere ureigenste Aufgabe, diese Arbeit richtig durchzuführen, denn das ist nämlich im Respekt der jener, die nämlich die Steuergelder zahlen, nämlich im Respekt der Bürgerinnen und Bürger, dass wir auch dann hier diese Aufgabe richtig wahrnehmen und auch da richtig hinschauen, um zu schauen, dass die Gelder auch richtig ausgezahlt oder richtig genutzt werden. Das ist also die erste Aufgabe, die sehr wichtig ist. Einverstanden. Und ein zweiter Punkt, den Sie angesprochen haben, in der Tat bin ich stolz darauf, dass viele der Bereiche, für die ich Verantwortung tragen durfte, reformiert worden sind in den letzten 10 Jahren. Das ist der gesamte soziokulturelle Sektor, ein Sektor, der auch wirklich reformiert werden musste. Was musste reformiert werden? Es musste zunächst geschaut werden, welche zukunftsfähige Förderung müssen wir gestalten für den Kulturbereich, für den Jugendbereich, für die Erwachsenenbildung, für all diese Bereiche. Wie müssen wir auch da die Weiterentwicklung unterstützen? Da gab es gar Bereiche, wo wir gar keine Dekrete haben oder hatten, die wir dann auch erst geschaffen haben. Und sehr viel wichtiger, gerade auch für diesen Sektor, der übrigens auch ein wichtiger Sektor ist, aus beschäftigungspolitischer Sicht auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft, war es sehr wichtig, verbunden mit diesen Reformen, verbunden auch mit dem Qualitätsanspruch, den wir dann gestellt haben an die Förderung der verschiedenen Vereinigungen und Organisationen aus diesen Bereichen, dass wir auch gesagt haben, wir machen auch hier eine Refinanzierung dieses Sektors, die nämlich dringend notwendig war, wo wir also in allen Bereichen mehr als 30% mehr Mittel zur Verfügung gestellt haben, und das war sehr wichtig. Dass dann natürlich in Reformprozessen es Diskussionen gibt, das ist richtig und das ist wichtig. Und es ist nicht so und unbedingt das, was Sie ja auch angesprochen haben, dass wenn vielleicht der eine oder andere nicht immer mit allem einverstanden ist, dass es deswegen keine erfolgreiche Reform ist. Das, was zählt, ist die demokratische Debatte im Parlament. Das, was zählt, ist im Endeffekt das, worauf man sich einigt. Und das, was zählt, ist, dass das respektiert wird, auch in der Umsetzung. Wir möchten auch über das sprechen, was aus der DG wird. Stichwort vierte Region, Stichwort neue Kompetenzen, Provinzzuständigkeiten, Raumordnung, Wohnungsbau. Das ist das Paket, das man am dringlichsten übernehmen möchte. Jetzt brüstet sich ja die eine oder andere Partei im Wahlkampf damit, dass das mit ihrer jeweiligen Mutter- oder Schwesterpartei besonders gut und besonders schnell geht. Herr Lamberts, bei der SP bzw. der PS bestehen da so ein paar Zweifel. Zuletzt hat Willy de Meyer, immerhin ein führender PS-Politiker, im Grenzecho gesagt, also Raumordnung, auf seiner Liste stehe das nicht. Geht es trotzdem voran mit der PS? Das hat er übrigens nicht gesagt, das stand im Titel so. Er hat gesagt, das steht nicht auf der Liste der Dinge, wo schon eine Einigkeit besteht. Er hat vor allem gesagt, dass man über alles
was in der Resolution, und das steht in seinem Papier vom Juni 2011, finden kann, diskutieren kann. Und bitte, reden ist eine Sache, handeln ist das andere. Wer hat in den letzten Jahrzehnten jede der fünf regionalen Kompetenzen, die von der Wallonischen Region zur DG gekommen sind, verhandelt? In aller Bescheidenheit, das war ich. Aber Sie müssen dazugeben. Ich habe das immer gemacht aus der vollen, tiefen Überzeugung, die deutschsprachige Gemeinschaft braucht diese Kompetenzen. Und ich weiß deshalb auch sehr genau, dass es nicht genügt, hier etwas zu fordern, zu versprechen oder auch dann als selbstverständlich hinzustellen, damit das in Namur und Brüssel auch schon geschieht. Das ist knallharte Arbeit vor Ort. Damit habe ich einen ganz großen Teil meiner Tätigkeit als Ministerpräsident und vorher als Minister verbracht, diese Verhandlungen zu einem guten Ende zu führen. Und ich bin sehr froh, dass das jedes Mal gelungen ist. Und ich bin auch sehr froh, dass wir für die nächste Phase der regionalen Kompetenzen, die wir ja anstreben, Raumordnung, Wohnungsbau, Provinzzuständigkeiten und auch noch andere Dinge werden da sicherlich mit zur Diskussion kommen, dass wir da ganz gut aufgestellt sind zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist interessant, die Parteiprogramme der wallonischen Parteien zu lesen. Dann wird man sehen, dass die jetzt in 2014 alle bei der CDH, bei der MR, bei Ecolo, bei der PS sehr viel konkreter sind, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und jetzt müssen wir mit all unserer Erfahrung, unserem Verhandlungsgeschick und unserem Durchsetzungsvermögen dafür sorgen, dass wir direkt nach der Regierungsbildung hier uns auf den Weg zu diesen Verhandlungen geben und da möglichst viel an Erweiterung unserer Autonomie herausholen. Denn das ist auch, wenn uns das Umsetzen der föderalen sechsten Staatsreform schon sehr viel Arbeit bringt, eine wichtige Vervollständigung unserer Handlungsmöglichkeiten. Denn wenn wir diese Kompetenzen noch haben, dann können wir sagen, dass wir über sehr viel effizientere Möglichkeiten verfügen. Denn dass wir Wohnungsbau und Raumordnung hier selbst gestalten wollen, da ist eigentlich jeder mit einverstanden. Das ist auch für alle anderen Kompetenzen, die wir haben, sehr wichtig. Was haben wir uns mit dem Dienst in Eupen, von dem jeder glaubt, dass er ein DG-Dienst ist, obschon er der Urbanismusdienst der wallonischen Region ist, herumschlagen müssen, um unsere Infrastrukturprojekte, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, auch genehmigt zu bekommen. Das wäre mit weniger Zeitaufwand hier in eigener Verantwortung sehr viel schneller und manchmal auch mehr nach unseren Vorstellungen gelaufen. Darauf wartet man sicher auch in den Gemeinden. Herr Nelles, Zibiasch ist unter anderem auch angesprochen worden, jetzt mal als positives Beispiel auch vom Ministerpräsidenten. Sie sagen auch, die CSP und die Zibiasch sind sich einig darin, diese Zuständigkeiten zu übertragen, auch die Provinzzuständigkeiten, die provinzfinanziellen Mittel auch. Haben Sie ja schriftlich von Präsident Benoit Lütjen? Die letzte Frage habe ich. Haben Sie ja schriftlich von CDH-Präsident, ob schriftlich Sie ja schriftlich haben? Ah ja, ich habe es mündlich und schriftlich. In einem Punkt muss ich sicherlich auch dem Ministerpräsidenten recht geben, bei aller Kritik an seiner Finanzpolitik, aber einig bin ich auf jeden Fall mit ihm darin, dass wir Partnerschaften brauchen, auch für morgen, für die wichtigen Zuständigkeiten, die auf uns zukommen. Ich denke, er hat eben einen Aspekt angesprochen, der mit der Refinanzierung zu tun hat und Anfang von 2002, glaube ich, ist auch diese Refinanzierung mit unterstützt worden, beispielsweise von der CDH, obwohl sie in der Opposition war. Und auch jetzt aus der Opposition heraus haben wir diese Kompetenzübertragung und die Erweiterung der Kompetenzen mit unterstützt im Rahmen des Fünf-Parteien-Abkommens. Wir haben also da einen sehr großen Konsens auch erzielen können. Also ob aus der Regierung oder Opposition heraus, ich denke, es ist wichtig, dass wir da auch dann auf Partner zählen können und die Dinge werden wir tatsächlich noch in Namur oder Brüssel umsetzen können, wenn wir Partner haben. Nicht nur die Bereiche, die jetzt anstehen mit der wallonischen Region, in der Raumordnung, im Wohnungsbau und in der Beschäftigung, die ja jetzt noch sehr viel dringender jetzt übertragen werden muss, denn sonst werden wir da ganz große Probleme auch in der deutschsprachigen Gemeinschaft bekommen, auch in anderen Dingen, die mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. Ich denke da an den Erhalt unserer Krankenhäuser. Da werden 2014 und 2015 ganz wichtige Weichenstellungen in Brüssel im Parlament gesetzt,
wo dann im Vorfeld alle Lobbyisten im medizinischen Bereich tätig werden und versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, wie die Finanzierung unserer Krankenhäuser generell aussehen wird. Und da werden wir Einfluss drauf nehmen müssen. Da brauchen wir auch unsere Partner in Flandern von CD&W und vom CDH und alle anderen Parteien brauchen Partner. Da können wir einfach uns nicht darauf verlassen, dass das irgendwo von selbst geht, sondern müssen wir im Vorfeld, bevor die Entscheidungen gefällt werden, dabei sein, in den Parteizentralen sogar schon im Vorfeld da sitzen, bevor sie im Parlament nachher verabschiedet wird, um Einfluss darauf zu nehmen, dass unsere 1000 Beschäftigten hier im Gesundheitswesen auch morgen noch da sind. Das geht nicht ohne Kontakte und Partnerschaften. Deshalb ist es für uns wichtig und deshalb hat auch die CDH das in ihr Programm geschrieben, denn auch da zumindest hat Herr Ministerpräsident recht. Es nützt nichts, dass wir es hier reinschreiben und auf der anderen Seite nicht auch steht. Die müssen nämlich damit einverstanden sein, die müssen es ihre Programme aufnehmen, denn die müssen mit uns dann verhandeln. Und wenn wir morgen in der Regierung sind, dann sitzen wir gleich auf an einem Tisch mit den Partnern, die es in ihren Programmen und in unseren Programmen geschrieben haben. Frau Weikmanns, die PFF tönt, dass sie als einzige ostbelgische Partei wirkliche Rückendeckung von ihrer Schwesterpartei habe in diesen Angelegenheiten. Wie schnell kommt denn die Raumordnung, wenn die Liberalen auf allen Ebenen in die Mehrheit kommen am kommenden Sonntag? Ja, insgesamt muss man sagen, dass die liberale Partei, unsere Schwesterpartei MR, aber auch die Open WLD, es vor allem verstanden haben, was es bedeutet, die Autonomie zum einen zu wahren der deutschsprachigen Gemeinschaft und diese auch jetzt auszubauen. Ich möchte daran auch erinnern, dass es vielerlei Entscheidungen gab, auf die auch die PFF und ihre Schwesterparteien positiv darauf hingewirkt haben. Der Artikel 59 Ter damals ist natürlich auch mit unserem Vertreter Herrn Fred Evers dann auch erst in die Verfassung hineingebracht worden. Dieser ermöglicht uns heute erst natürlich über diese Kompetenzübertragung zu sprechen. Und ich möchte auch ein junges Beispiel nochmal anführen, nämlich die Beibehaltung des Gerichtsbezirkes. Auch da war es ganz deutlich der Einsatz unserer Kammerabgeordneten und auch der MR und auch der OpenWLD zu schulden, dass wir diesen auch heute noch haben. Das ist also sehr wichtig, diese Akzeptanz ist da. Und man hat auch verstanden, dass es für die Autonomie und für den Standort Ostbelgien extrem wichtig ist, die Raumordnung und den Wohnungsbau zu haben. Denn es ist ja nicht nur eine Sache, dass wir das unbedingt machen wollen, sondern es ist sinnvoll für unseren Standort. Nur so können wir dafür Sorge tragen, dass wir ein unternehmerfreundlicher Standort sind. Nur so können wir dafür Sorge tragen, dass Familien sich auch niederlassen. Das unterschreiben ja in alle. Ostbelgien bis wann bringt die PFF diese Zuständigkeit nach Ostbelgien? Bis wann? Das war jetzt dann die Schlussfolgerung und in der Tat aufgrund dieser Überzeugungsarbeit, die geleistet wurde und der Überzeugung, die dort ist bei der MR, ist es so, dass die Verhandlungen in der Tat dann starten werden, wenn die MR dann auch in der Regierung ist. Nennen Sie ein Datum? Ja gut, ein Datum, sobald die Regierungen dann formiert sind, wird das auch auf der Tagesordnung stehen. Gut. Wie bei uns wird es auch bei der Wallonischen Region dann auf der Tagesordnung auch schwer zu sagen. Stehen. Herr Paasch. ProDG rühmt sich als ja eigentlich auch unabhängig zu sein von wallonischen Schwester- oder Mutterparteien. Warum glauben Sie, dann hätten Sie bessere Karten in der Mühe als beispielsweise Herr Lamberts? Ich glaube mindestens genauso gute Karten, ich habe mein Mikro allerdings hier zerstört eben. Ich glaube mindestens genauso gute Karten zu haben wie alle anderen. Ich stelle übrigens, aber selbstverständlich, gerade Sie, Frau Franzen, ich werde Sie gleich zitieren, wenn Sie noch einen weiteren Zwischenruf machen, werden das ähnlich sehen. Ich habe das nämlich hier liegen, Sie kann meine Papiere sehen. Lassen Sie mich das begründen. Ich halte nichts von der Theorie des langen Arms. Die Theorie des langen Arms suggeriert, dass man in der Gesellschaft seine Ziele nur dann erreichen kann, wenn man der richtigen Partei angehört. Sie suggeriert beispielsweise, dass man Subsidien nur dann bekommen kann, wenn man die richtige Parteikarte hat. Und sie suggeriert, dass man mit Menschen und Politikern nur auf Augenhöhe diskutieren und verhandeln kann, wenn man derselben Partei angehört. Und das widerspricht allen meinen Grundprinzipien von Demokratie. Und hinzu, wenn ich das ergänzen darf, hinzu kommt, dass das nicht meiner Erfahrung entspricht. Ich habe in den letzten Jahren als Minister 10 Jahre lang mit Ministerkollegen jeder politischen Couleur in ganz Belgien, der Wallonie, in Flandern und in Brüssel sehr
eng, sehr erfolgreich und auf Augenhöhe zusammengearbeitet und zahlreiche, auch wichtige Kooperationsabkommen schließen können. Im Übrigen mit dieser Theorie des langen Arms und den zwangsläufigen wechselseitigen parteipolitischen Abhängigkeiten können Sie auch mal Pech haben. Wenn Sie nämlich der falschen Partei angehören, wenn Sie beispielsweise eine wallonische Mutterpartei haben, die dort in der Opposition landet, dann sind Sie gegebenenfalls hier nicht der Freund der wallonischen Regierung, sondern womöglich der politische Gegner. Das zumindest kann mir nicht passieren. Um diese Runde jetzt auch möglichst rasch abzuschließen, auch mit Blick auf die Uhr, Frau Franzen zunächst vielleicht, Sie haben ja auch traditionelle gute Beziehungen auch zu Ecolo, aber auch hier Ecolo aus Belgien hat immer gesagt, wir machen das vor allen Dingen im Sinne grüner Politik und Sie sagen auch, wenn die Raumordnung denn kommt, dann wollen wir sie auch nur haben, um grüne Akzente zu setzen. Wie könnten die denn aussehen? Natürlich wollen wir grüne Akzente in der Raumordnung setzen. Beispielsweise? Beispielsweise hat das damit zu tun, wie bauen wir wo? Das, was jetzt in der wallonischen Region auch gemacht wurde mit diesem neuen Raumordnungskonzept, zum Beispiel die Zentren verstärken und die Dörfer und Gemeinden und Städte weniger ins Grüne ausbauen. Das hat einmal mit dem Schutz der Landschaft zu tun, das hat aber mit Energie zu tun, das hat mit Sparsamkeit zu tun, was Mobilität anbetrifft. Das ist eigentlich das griffigste Beispiel, was ich in der kurzen Zeit Ihnen nennen würde. Und das ist klar, dass wir wollen ja die Raumordnung für die deutschsprachige Gemeinschaft, weil wir sicher sind, dass wir damit gute Politik machen können, die passt zu dem, was wir bisher schon haben. Aber wenn sie kommt, dann möchten wir natürlich grüne Akzente umsetzen. Ich möchte aber noch ein Wort sagen zu dem vorigen Thema. Wenn es eine Partei gibt, der man glaubt, dass sie wirklich ernsthaft damit umgeht, dass die Provinzkompetenzen übertragen werden sollten an die DG, dann ist es Ecolo. Ecolo findet, dass die Provinzen wirklich keinen Sinn haben, das haben sie seit langem bekundet. Und im Ecolo-Programm steht klar und deutlich, dass sie dafür sind, noch bevor die Provinzen abgeschafft werden, eben weil es für die deutschsprachige Gemeinschaft so natürlich ist, dass wir da nicht nur eine Zwischenebene haben, diese Provinzzuständigkeit zu übertragen. Eine letzte Intervention von Herrn Balter zu diesem Themenkomplex, und dann müssen wir auch so langsam zum Ende kommen, und eine Frage, die brennt uns noch auf den Lippen, aber zuerst noch zu Herrn Balter, zu diesem Komplex Übertragung von Zuständigkeiten, vierte Region, Vivant ist eindeutig nicht für diese Sache. Ich hätte das nicht erwartet. Ich muss Herrn Paasch in einem Punkt recht geben. Die Beziehungen zu wallonischen Parteien, so wie das ja einige hier genannt haben, das ist eigentlich ungesund. Das ist dieses Spiel, was in Belgien getrieben wird. Und das nennt man eigentlich Klüngel. So, ich krieg das, du kriegst das und dann macht man so ein Spielchen da drauf. Das ist jahrelang geschehen, das geschieht weiter und das ist nicht der richtige Weg, den wir gehen sollten. Wir sollten vernünftig auf Augenhöhe mit anderen Partnern verhandeln. Und da darf keine Parteikarte eine Rolle spielen, Gottes Willen, aber das ist es leider in Belgien, diese Probleme haben wir. Wir haben gesagt, was die vierte Region angeht, die erste Frage, ist diese bezahlbar? Man hat ja gefordert, man fordert, also Sie kennen ja die damalige Aussage, ist gewillt, bereit, in der Lage, aber man braucht auch die nötigen finanziellen Mittel dazu. Jetzt bereits steigt die Staatsschuld um 44 Millionen Euro pro Tag an. Jetzt bereits ist die wallonische Region total verschuldet. Auch die DG hat hohe Schulden. Wo soll denn das Geld herkommen? Das sind so Forderungen, auch das sind wiederum politische Spielchen. Und dann ist auch die Frage, wird es denn hier besser gemacht? Man spricht immer von Kompetenz. Eigentlich heißt es Zuständigkeit. Ob wir kompetent dafür sind, das wird sich zeigen. Ich will mal ein Beispiel sagen aus dem Arbeitsamt. Als im Jahre 2000 diese Zuständigkeit übertragen wurde, da hat Herr Lamberts gelobt, das wird fruchtbare Ergebnisse bringen, hat er wortwörtlich gesagt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, also wir haben jetzt zum Beispiel nicht eine Lücken-Arbeitslosenzahlen, dann sind die Zahlen sogar prozentual stärker angestiegen als in anderen Landesteilen. Also da ist ein Beleg, ein Beweis, wir haben nicht immer in allem, müssen wir nicht immer meinen, dass wir es besser machen. Das stimmt gar nicht. Hm. Und noch etwas mit diesen Beziehungen dazu zu wallonischen Parteien.
Ich denke, das ist alleine ein Beleg, dass dieser politische Weg, den hier eingeschlagen wird und den hier wieder erklärt wurde, der komplett falsch ist und komplett am Bürger vorbeigeht. Es darf nicht sein, so wie es 2010 der Fall war, dass Verhandlungen nur von Parteichefs geführt werden. Nein, die Abgeordneten sollen offen mit dem Bürger diskutieren und sowas darf nicht im stillen Kämmerlein geschehen. Gut, das werden wir dann sehen. Wir müssen hier diese Runde abschließen. Eine Frage hätte ich noch an Sie alle mal. Möglichst kurz und wir hoffen auch, dass Sie möglichst ehrlich darauf antworten. Alle wollen natürlich wissen, was ist nach dem 25. Mai? Und Herr Lamberts, wie man Sie kennt, kann man sich nicht vorstellen, dass Sie einfach nur diesen 26. Mai abwarten. Sie werden doch sicher schon irgendwo auch daran gearbeitet haben, auch nach dem 25. Mai in Verantwortung zu stehen. Wie sieht ja, das aus? Das war nur halbwegs ein Scherz. Am 25. Mai ist Wahltag, dann hat der Bürger gesprochen und dann kommt der 26. Mai. Und dann wird es darum gehen, für die deutschsprachige Gemeinschaft eine funktionstüchtige Regierung zustande zu bringen. Aber mit wem könnten Sie? Darüber habe ich natürlich in den letzten Stunden, Wochen, Tagen, Monaten, ja, da habe ich seit 2009 regelmäßig dran gedacht. Aber ich werde mich hüten, Ihnen das jetzt zu sagen, was ich da in meinem Kopf so alles habe. Vielleicht? Ich kann Ihnen sagen, was mein Ziel ist. Mein Ziel ist, dass die erfolgreiche Politik der letzten Jahre fortgesetzt werden kann. Mein Ziel ist, dass die SP weiter in der deutschsprachigen Gemeinschaft Regierungsverantwortung trägt. Und mein Ziel ist auch, der nächste Ministerpräsident zu sein. Vielleicht. Oliver Pasch, bei den letzten Wahlen erinnern wir uns, dass die Koalitionspartner ganz klar gesagt haben, wenn wir unsere Mehrheit behalten, machen wir zusammen weiter. Einen solchen Treueschwur hat es diesmal nicht gegeben. Ganz ausdrücklich nicht. Alle jetzigen Koalitionspartner haben gesagt, wir haben auf der einen Seite eine sehr gute, erfolgreiche, glaube ich jedenfalls, Arbeit gemacht in sehr schwierigen Zeiten. Das bedeutet aber eben nicht zwangsläufig, dass wir diese Koalition fortsetzen müssen. Die Koalitionsfrage ist also folglich vollkommen offen. Aber wenn Herr Lambert seine Ziele definiert hat, dann darf ich das hoffentlich auch. Mein Ziel besteht darin, nach dem 25. Mai ein Maximum unseres Wahlprogramms umsetzen zu können. Und ich glaube, dass das am besten dann gelingen kann, wenn ich Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft werde und Harald Mollers Minister bleiben kann. Gut, in der nötigen Knappheit, Robert Nelles, auch Sie wollen ja Ministerpräsident werden. Das wird eng auf diesem Stuhl. Sie wollen ja auch Ministerpräsident werden. Das wird relativ eng auf diesem Stuhl. Es wird relativ eng auf dem Ministerpräsidentenstuhl, wollte ich nur sagen. Ja, wir haben diesen Anspruch gestellt, in der Tat. Wir wollen den Wechsel. Wir haben deutlich gemacht am 1. Oktober schon des vergangenen Jahres, dass wir diese Regierung so nicht mehr weiter fortgesetzt sehen wollen. Wir wollen in diese Regierung, wir wollen Verantwortung übernehmen, weil wir denken, dass diese Regierung die Bodenhaftung verloren hat und dass sie nicht mehr mit beiden Füßen auf dem Boden steht, weil wir glauben, dass man vernünftiger mit dem Geld umgehen muss. Und deshalb wollen wir auf jeden Fall in diese Regierung. Wir wollen aber nicht unter allen Umständen rein. Für uns ist die Frage des Mandates ist eher zweitrangig wichtig. Wichtig ist, dass eine andere Politik gemacht wird, ein anderer Politikstil. Aber klar war auch, dass die stärkste Fraktion, die die CSP auch darstellt, dann auch Führungsanspruch stellt. Das heißt, ich bin Kandidat für den Ministerpräsidentenposten. Frau Weikmanns, wenn Sie so viele streiten um den Ministerpräsidentenposten, haben Sie dann Angst, dass die PFF am Ende außen vor stehen könnte? Also dafür habe ich überhaupt gar keine Angst. Ich oder wir haben uns auch überhaupt nicht an diesem Superstar-Getue beteiligt. Ganz einfach, weil es nicht wichtig ist, zu wissen, was ich werde am 26. Mai, sondern es ist wichtig, dass diese erfolgreiche Politik, die wir haben führen können, während den letzten 15 Jahren auch weitergeführt werden kann. Denn die liberale Politik ist das Erfolgsrezept auch für die deutschsprachige Gemeinschaft. Und es ist auch wichtig, dass wir das weiterführen können und nicht, weil es ein Klüngel ist, wie die einen oder anderen gesagt haben, sondern weil die PFF als einzige glaubwürdig sagen kann, dass sie jede Entscheidung, die für Ostbelgien wichtig ist, die auf allen Ebenen Belgien getroffen werden, auch wirklich mitentscheiden kann. Und das können wir von uns behaupten. Und deshalb ist es wichtig, auch am 25. für die PFF zu wählen. Herr Walter,
Haben Sie überhaupt ernsthaft Hoffnung, in die Mehrheit zu kommen? Denn so richtig Interesse von links und rechts gibt es ja eigentlich nicht. Das ist auch nicht zwingend erforderlich, sage ich mal so, dieses Interesse. Also erstmal muss man auf Ihre erste Frage, die Sie gestellt haben, an die Kollegen so antworten, diese Mehrheit ist schwach, deswegen gibt es da keinen klaren Ausspruch zu einer Weiterführung der Koalition. Diese Mehrheit hatte in der letzten Haushaltsanpassung keine Mehrheit mehr, die durch die Mithilfe der Opposition, das war ja auch sehr lustig. Und bei den anderen Oppositionsparteien ist man sich auch nicht sicher, würden sie diese Politik mitführen? Das würden sie. Man hat das in der Haushaltsanpassung gut gespürt. Die Reden der anderen Oppositionsparteien waren relativ ruhig. Man lässt sich etwas offen. Bei uns weiß man, wir machen so etwas nicht mit. Bei uns weiß man, wir sind eine demokratische Alternative. Wir möchten einen komplett anderen Politikspiel und bei uns gibt es keinen Klüngel. Und dann noch eine allerletzte, ganz kurze Antwort bitte auf die Frage, wie hoch rechnen Sie die Chancen für Ecolo ein, an der neuen Mehrheit beteiligt zu sein? Ganz kurz bitte. Wir glauben, dass wir eine Chance haben, unsere Stärke nicht nur beizubehalten, sondern einen Sitz dazu zu gewinnen. Und das wiederum würde uns auf jeden Fall mehr Gewicht machen, man hat mich ja schon mit dem Wort zitiert, mehr Gewicht geben, um in Verhandlungen grüne Schwerpunkte anbringen zu können und auch zu erreichen, dass sie durchgesetzt werden. In der Beschäftigung, in der Sozialpolitik, im Unterricht, in allem, was Solidarität anbetrifft und in den anderen Politikbereichen auch. Das möchten wir gerne und, wie Sie haben mich eingangs zitiert, wir wollen das, um wirklich Schwerpunkte mitgestalten zu können. Wir wollen nicht in eine Mehrheit zur Dekoration. Und weil wir unbedingt die Macht wollen, das kann man mit Ecolo auf jeden Fall sich drauf verlassen. Gut, damit wissen wir alle Bescheid. Das war unsere Debatte mit den Spitzenkandidaten zur PDG, weil am kommenden Sonntag mehr dazu auch im Internet. Grenzecho und BRF bedanken sich für ihr Interesse und wir hoffen, dass Ihnen diese Diskussion so ein bisschen auch bei der Wahlentscheidung am Sonntag behilflich sein wird. Vielen Dank auch an die Kollegen in der Technik und von dieser Stelle aus wollen wir uns bei Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend mit vielleicht sogar weiterführenden Diskussionen.